Welcome to Sid Meier's Starships, and welcome to Christian Weigel. Hi, Christian. Hi. And to me, Writing Bull. I'm a Let's Player from Germany, and Christian is a game journalist from Germany too. And welcome to the international audience from Germany, from Great Britain, from US, and from outer space, from Venus. I don't know. Herzlich willkommen an alle, die da sind, egal woher sie kommen. Very warm and glowing welcome to everybody from outer space or the Philippines or the Andaman Islands or Madagascar or Mauritius. Ein internationaler, zweisprachiger Livestream bei Phyrexis O'Clock. Wir sind Gast bei den Entwicklern von Sid Meier Starships. Sid Meier Starships is hosted by us and also by Phyrexis, the company that developed Sid Meier Starships itself. They are hosting us, we are their guests, and we're playing Sid Meier Starships on impossible difficulty on a very large galaxy, and we're bent on total galactic domination. Wir spielen jetzt am 4. Abend bereits, noch ist der Bildschirm schwarz, aber jetzt sieht er zumindest schon mal das Hauptmenü, Sid Meier Starships auf unmöglichem Schwierigkeitsgrad, auf einer riesengroßen Karte und dann noch eine ganz besondere Herausforderung. Wir spielen Madame Elodie, die nach meiner Beobachtung bei den meisten Partien, die ich gesehen hatte, wenn sie von der KI übernommen worden ist, wenn sie von einem KI-Bot im Hirn dominiert worden ist, immer ganz, ganz schlecht abschnitt. Aber wir versuchen es natürlich zu reißen. Yes, we're playing as Madame Elodie, and according to Writing Bull's observations, if Madame Elodie is played by an AI faction, she usually bites the dirt very hard, even in the early stages of the game. But we've proved otherwise. We've proven that she can be a force to dominate the galaxy, and let's see how far we can go toward achieving that end tonight. Ganz im Gegensatz zu Daoming Suxua. Schaut mal das Textfeld da links unten an. Daoming Suxua, das ist die Anführerin oder der Anführer ja bei Sid Meier Starships, der international die meisten Siege errungen hat. Schaut euch das mal an. Von wegen, das ist ein Spiel, das nicht oft gespielt wird. Allein mit diesem Leader gab es eine 500.000 erfolgreich abgeschlossene Partien. 457.630 Siege. Wow. So, the leader... Daoming Suxua seems to have racked up over 457,630 victories. That means there have been quite a number of games played for Sid Meier Starships. So, if you count in the other leaders, we shouldn't be that much far behind. Christian, da drängt sich natürlich die Frage auf: Wo ist Daoming Suxua in unserer Partie? Yes, where is Daoming Suxua in our game? Let's take a look there. Okay. Oops. I have to remove my Twitch window a little bit. Daoming, bist du da irgendwo? Wir sind gut zu sehen und alles ist schön und der Ton ist da. Alles bestens. Ja, keine Daoming Suxua. Sieht so aus, als ob Madame Elodie im Zuge eines Zickenkrieges Daoming Suxua ganz, ganz früh aus der Partie genommen hat. Yeah, looks like there has been some kind of a bitch fight between our Madame Elodie and Daoming Suxua earlier in the game, and I don't see any trace of her in the galaxy. Everything's blue, peaceful and belongs to us. Ja, ganz friedlich haben wir hier alles verwüstet. Ganz kurz, wie ist der Stand der Dinge? Das ist unsere Heimatwelt, hier waren wir gestartet. Dann waren wir ein bisschen Richtung Süden geflogen, hatten diese Planeten dazu bekommen und dann ging es Richtung Norden, Christian. Yes, we started out from Arietis 20. This is our home world. And after a short turn to the south, where we took up some planets, we did a huge swing around to the north and acquired some more territory. I don't know. Do you know whose territory that was? Das ist... Das sind Gestalten aus grauer Vorzeit. Das sind Namen, die in den Geschichtsbüchern nicht mehr stehen. Da steht immer nur noch dick und fett auf jeder Seite. Madame Elodie, du bist der Imperator dieser Galaxie. Yes, it's not important who these planets belong to. We are now the owners and that's all that counts. Und so viele Weltwunder, die wir haben. Sollen wir die mal ganz kurz durchgehen, bevor wir loslegen? Oh yes, main thing about having so many planets is the resource income, of course, but on the other hand, all the planetary wonders we've been collecting and
they do help us a lot in fighting enemy fleets. So let's go check them up. So ganz, we have the dual command wonder here, which enables us to issue two orders to our fleets. Zwei Aktionen pro Runde für das Dual Command Wonder. Hier haben wir noch eins. That means we can launch two fighter squadrons at the same time for each ship. Wir können in einer Runde gleich zwei Jäger hiermit zum Beispiel losstarten. Wir haben massiv auf Jägertechnologie gesetzt und dieses Wunder hier, das ermöglicht unseren Kampfjägern durch die Asteroidenfelder, zumindest wo die ganz dicken Brocken sind, sondern nur dünne Steinfelsen im All schweben, einfach da durchzufliegen. Yes, the tight squeeze wonder enables our fighters to pass through the less denser asteroid fields, and that enables some pretty nifty tactical maneuvering there. Okay, no wonder on Pavonis. Oh, it has glide path. Oh, glide path is another nice wonder. It enables us to increase our bonus movement at the end of a turn to, I don't know, 3 hexes, I think, instead of 1. Ja, also mit Pavonis 47 und dem Wunder dort können wir, wenn wir Impulsenergie benutzen, statt einem gleich 3 Zusatzpunkte, Bewegungspunkte gewinnen. Ganz wichtig hier, wir sind geschützt vor Torpedos mit diesem Wunder hier. Yes, that's the reactive armor wonder. That means every torpedo that's fired towards us has absolutely no effect. We can disregard torpedoes. Torpedoes are not important anymore. Und hier haben wir noch den Hyper-Launch und der ermöglicht es uns, dass wir mit unseren Jägern zu Beginn eines Kampfes auf der taktischen Gefechtskarte sofort loslegen, sofort angreifen und sofort den Feind abballern können. Yeah, Hyperlaunch Wonder means our fighters are launched from their fighter base at greater speed, like from a carrier catapult, and can move a huge number of hexes during their first turn. This gives us some pretty nice tactical positioning options. Statt einer gleich 3 Schlachtfeldkarten können wir nutzen mit diesem Wunder hier, mit dem Naval College Wonder. Just a second. Christian chattet. Irgendjemand muss das ja machen. Danke an Christian. Okay. Ich kann das leider nicht parallel. Ziehen an der Maus und chatten. Hm? Oh yeah, the Naval College Wonder enables us to activate 3 battle cards per battle instead of just 1. Und dann haben wir noch... Naval Officer Personnel are much more highly trained than without the Naval College Wonder, so... Dann haben wir hier noch das Wunder des Warp Control Wonders und damit können wir die Sprungtore oder diese Wirbel, die es da gibt auf den Feldern, auf der taktischen Gefechtskarte, die können wir nutzen, indem wir so ein bisschen kontrollieren können, wohin wir fliegen. Mm-hmm. The Warp Control Wonder enables us to use those galactic plug holes on the battle map that represent warp gates, jump gates, wormholes, and we can now use them in a more controlled fashion than just jumping in them and hoping for the best. Das war's schon. Damit soll es aber nicht enden, denn wohin ich gerne mit unserer Truppe, mit unserer Flotte hinfliegen würde, Christian, ich würde gerne beim Wundersammeln noch gerne einen weiteren Stich bekommen. Mm-hmm. Yes, you have your eyes set on another wonder that actually does not belong to us right this moment. Naval tradition. That means your grandfather was an admiral, your grandfather was a sea captain, and your grandfather was probably Francis Drake himself. If you have that, you come from a long line of sailors, and that even translates into spaceships. Also wenn man dieses Wunder hier beherrscht, und im Augenblick wird das noch beherrscht von Barry, von unserem Feind, den wir fast ganz fertig gemacht haben. Der hat nur noch seine Heimatwelt hier. Wenn wir dieses Wunder haben, dann leidet die Kampfstärke unserer Flotte nicht mehr daran, dass wir hier nur noch über wenige Aktionspunkte verfügen. Wir können immer mit voller Kampfstärke kämpfen, bei 100%. Das ist natürlich super gut für den Rest der Partie. Und das holen wir uns jetzt, Christian. Mm-hmm. If we manage to acquire this wonder, all of our naval personnel will not be subject to fatigue after a couple of fights during a turn, and everybody will always fight at their highest performance level. Gehen wir mal einen Blick hier in das Diplomatie-Menü und schauen uns mal an, was Barry, was der für Flotten noch hat. Das ist noch... Der hat noch einiges. Da müssen wir schon ein bisschen kämpfen. Er hat noch 3 seiner 4 Schiffe, plus die Verteidigungsschiffe. Aber ich glaube, wir schaffen das, Christian. Mm-hmm. He still has 3 of his 4 ships left.
But I think we can manage. Let's look at the hit points there. Okay, Oh ship ja. number two, the one with the most hit points, is currently out of action. And we only have to contend with his two weaker ships. No, three weaker ships. Das kriegen wir So gebacken. he shouldn't be a problem. Wir fliegen hier hin, dabei verlieren wir leider einen Aktionspunkt. Yeah, unfortunately we lose one action point by going through that dark matter field here, but at least we get a battle card. Und Angriff, Angriff auf Barry. So that should be his last battle there, yes? Ja, für ihn ist das der letzte Kampf, für uns natürlich noch nicht. Ein bisschen witzig, ne? Dass eine Flotte oder ein Reich, das sich der Überlegenheit verschrieben hat, dass die als erste hier untergehen, so früh. It's kind of ironic that a faction that actually planned on using supremacy is the one that's going down faster than we are, and we are harmony. Actually, we should be the ones looking for peace and diplomatic solutions. So, was haben wir hier für Besonderheiten auf der taktischen Karte in Bezug auf die Asteroidenfelder? Oh, the asteroid fields in this quadrant are, oh, they are made out of rice paper or something because they are gradually dissipating. That means if we wait long enough, there will be no asteroid fields left at all. Noch einmal auf Deutsch, bitte. Die Asteroiden hier, die sind anscheinend irgendwie aus Esspapier oder Löschpapier oder sowas gemacht. Also die werden sich auflösen mit der Zeit. Da gibt es keine Asteroiden mehr. Oh, er hat vier Megabots. Da müssen wir natürlich durch. Die haben auch 100 Trefferpunkte. Das hätte uns zu Beginn unserer Partie erschreckt, aber mittlerweile sind, glaube ich, wir mehr diejenigen, die andere erschrecken. Kann das sein? Wollen wir mal gucken gehen. Also Jäger bringen die alle nicht ins Gefecht. Die ersetzen sehr auf Torpedos. Torpedos können uns nicht verletzen. Wir haben das entsprechende Weltwunder. Oh, wait, wait, wait. And okay, he's using a lot of torpedoes there on his main battleships. And the Megabots are, as usual, very laser-heavy and have heavy shields. Starke Schilde auf Seiten des Gegners. Ein Husten auf Seiten meines Mitkommandanten. Das ist ein weiterer Malus auf unserer Seite. Aber den kriegen wir schon gebacken. Ich muss nämlich nicht husten. Und viele Laser an Bord dieser Schiffe hier. Die setzen weniger auf Plasmakanonen. Das heißt, sie setzen auf schnellen, scharfen Beschuss aus der Ferne. Das heißt, ran an den Feind und drauf, Christian. Yes, Megabots are very laser-heavy and rely on punishing the enemy from afar. So that means we have to get a lot of fighters into space and kill them quickly. Auf geht's, Because sollen wir noch there's no irgendwas high. machen? How much do we have left? No, keep that for repairs. Auf geht's. Kampf beginnt. Der erste Kampf heute Abend. First battle tonight, only after only 15 minutes. Ja. Für mich ist das Rekord. That's very good. If you know Writing Bull. Okay, torpedoes being launched there. Please use an evil laugh to give your opinion about the torpedoes. Davor haben wir keine Angst. So, wir haben drei fette Schiffe und jedes Schiff hat zwei Aktionspunkte pro Runde und kann damit zwei Jäger starten. Die werden versuchen, uns aus der Entfernung zu beschießen. Erste Runde warten wir noch ab, dann geht es drauf auf den Feind. Okay? Also, erste Runde ziehen wir noch hier nach hinten. Okay, so first turn we're going to hide, do play a little bit of hide and seek there and buy some time to launch a couple of fighters. And next turn we'll probably go on the offensive. Ja, wobei hier, das sind einfach sehr, sehr viele Asteroidenfelder, auch wenn die sich schnell auflösen werden. Die sind schon ganz gut zum Blockieren. Allerdings sind unsere Jäger sehr schnell, die sind sehr fix. So viele Schlachtkarten, wenn wir eine brauchen, was haben wir denn zur Auswahl? I can't actually see them right now. Oh, now I can. Dann werde ich mal vorlesen. Kannst du Okay, jetzt? now I can see them. I just have to remove the chat window a little bit. Okay, nanobots, repair all critical hits. We're not damaged yet. Increases speed by two this turn. That's okay. This one probably increases. Oh, increases weapon range. That's not very interesting right now because of the many asteroids. And third one increases speed by two again. Also ich fände das ganz gut, wenn wir diese zweite Schlachtkarte
bedienen würden, die uns zwei Züge pro Runde gibt. Denn das ist der letzte Kampf, den wir haben werden nach Eroberung dieses Weltwunders, wo die Müdigkeit uns noch zu schaffen macht. Und da können wir, finde ich, durchaus eine Schlachtkarte investieren. Einverstanden? Mm-hmm. Of course, klar, können wir machen. So, we're activating one battle card, no problem there. So, dann ziehen wir erstmal nach hinten. Wir können ja schnell vorziehen. Hierhin ziehe ich. Yes. So, fighters are still hiding behind asteroids there, okay. Turn them and launch the next group. Deploying fighters. So, und mit denen ziehen wir auch nach unten. Ziehen wir mal hier hin. I mean, we could also launch torpedoes. Torpedoes are, in my experience, pretty good against megabots because they move very slowly and usually don't have time to get out of the way, but let's get all those fighters into space first. Also ich habe gerade gemeint, wir könnten auch eine Runde Torpedos losschicken, weil die normalerweise ganz gut sind gegen die langsamen Battle-Megabots. Aber ich bin auch dafür, so erstmal so viele Jäger wie möglich zu starten. Bjornodin wird sich freuen. Entering narrow passage. Deploying fighters. Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Entschuldigung, ich habe mal wieder Probleme mit dem Multitasking. Achso, es hat sich nur gerade nichts bewegt und ich dachte, es wäre... Ich bewege mich nie, wenn ich spiele. Ich sitze dann immer wie angefroren fest. Wie ein Kälteschlaf. So you're not moving when you're playing, only your index finger is moving a tiny little bit. Ja, ganz genau. No, I was just worried for a second there, because nothing moved and nothing happened. Du hast dir ja Sorgen um mich gemacht. Yes, I was worried about you. Ich bin ein bisschen gerührt. Are you still doing something right now, because I can't see anything on screen. Oh, du kannst gar nicht sehen im Augenblick? I just see a frozen picture. Das tut mir leid. Also ich ziehe ja ganz normal und spiele. Vielleicht hängt es bei dir einfach auf Twitch. No, oder wo siehst du das? Auf Skype hast du das Problem. Skype is probably having a fit there. Okay, and we'll just wait and worst case you just ring me up again. Das ist natürlich doof. Just go on playing. Let's see if Skype can recover. Dann beschreibe ich mal, was ich mache. Ich bin dabei, halt all die Jäger noch zu starten. Wir können nach dem Kampf vielleicht schauen, wenn das Problem dann noch ist, ob wir dann uns drum kümmern. Okay, so... Der Gegner hat den Torpedo gut gestartet, um ein Asteroidenfeld zu zerstören. So for this battle, we actually have to rely on Writing Bull telling me what's happening. Because I don't see anything on Skype right now, because we're using Skype to share screens here. But that shouldn't be a problem. Let's just I'll just translate what he tells me. Also wir können natürlich Skype nochmal neu starten, nur gibt es dann keinen Kommentarton erstmal kurz. Nee, just go on playing and maybe restarts, just give me a new call via Skype after the battle. So. Ruf mich einfach nach der Schlacht nochmal an. Einverstanden. Das ist natürlich doof. Also der Jäger, der ist ziemlich. Was ist das für ein dickes Feindschiff hier? 145er. Jammer, die Jäger. Können wir dahinter ziehen? Na, dahinter kommen wir nicht hin. Aber die Asteroidenfelder... Ah, now I have picture again. Now it's moving again. Okay. Ah, du siehst wieder was. Das ist ja hervorragend. Ich würde tatsächlich noch eine Runde warten. Denn wir können nochmal 3x2 Jäger starten. Und das mache ich auch. Ich ziehe nochmal eins nach hinten. I was a bit surprised there, because I was out of the picture loop for a second. And suddenly all the asteroids are much less dense than before. This is kind of worrying, but have we lost any fighters already? Because es kann sein, dass wir einen verloren haben. Ja, wir haben einen verloren und einer ist stark verwundet. Hier, der muss gleich zweimal repariert werden, aber das kriegen wir mit dem schon hin. Okay. Entering narrow passage. Den reparieren wir einmal. Einmal nur reparieren, okay. Repairing once just fixed all of his systems, it seems. Ja, ganz genau. Einmal auf reparieren drücken reicht und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Okay, Bernardine is still alive. He just sent a subspace message. He was not in the fighter that was destroyed. Oh, da bin ich total erleichtert. Bernardine ist immer noch bei uns.
Ganz, ganz hervorragend. He probably lost one of his clones, but there's more where that came from. Wie gut, dass es Bernardin gibt. Also ohne Bernardin, da sähe die Welt auch gleich viel schlimmer aus. Mm-hmm. Without Bernardin, space would just wouldn't be the same. So, jetzt haben wir einen Zuschauer bevorzugt, den wir anderen und über ihn geredet haben. Damit ist er jetzt natürlich für die Hater-Kommentare der anderen freigegeben zum Ausgleich. Mm-hmm. Entschuldige, Bernardin. Ja. Yeah. So now we've been talking about one viewer all the time and favoritizing him. That means he's now open to trolling and hateful commentary. So we're sorry about that, Bernardin. No, I guess everybody likes you. Deploying fighters. Haben wir eigentlich das Weltwunder, dass uns unsere Schilde zu allen Seiten gleich gut sind? Ich glaube nicht, ne? No, we don't have the IntelliShields wonder. Unglaublich. Ein Weltwunder, das wir nicht haben. As soon as we have that, that will save us a lot of micromanagement on your part. Ja, in der Tat. Mm-hmm. Schade. Because you're always turning ships. But I guess it saves hit points in the long run. Deploying fighters. So, okay. Und eins noch nach hierhin. I've lost visual communications again, but I can still hear you. Just go on. Schon wieder ein kleines Kommunikationsproblem zwischen uns beiden. Schade. Mm-hmm. No problem. It's probably something on Skype's side. Just go on playing and tell me of your glorious victory. Oh ja, das mache ich gerne. Mit dem Jäger. Hier hinten hin. Bist du noch da, Christian? I'm still here. Immer noch da. Ich hatte gerade so ein Anwählgeräusch. Ah, that was me using Skype's phone dial pad to just do anything on Skype to get it to show me the picture again. I can do phone dial sounds on Skype. Yeah, okay. Pretty useless because I don't want to call anybody right now, but I thought maybe it would help. Sorry. Entering narrow passage. So. Das Gute ist, auch wenn wir jetzt angegriffen werden, wir sind in einer numerischen Überlegenheit. Das heißt, wir können viel mehr Schüsse pro Runde abgeben als der Gegner. So we do have a definite numerical advantage here. We can definitely laser the enemy much worse than he can laser us. Und da unsere Jäger stark aufgelevelt sind, mit sehr viel Technologie, haben die viele Module, viele Trefferpunkte auch, die sind nicht so leicht schnell klein zu kriegen wie normale Jäger. Yes, our fighters are tough nuts to crack. They cannot be taken down easily, even by megabots. At least I hope. Obwohl wir massiv beschossen worden sind in dieser Runde und selber keinen Schuss abgegeben haben, sind wir jetzt dran. Oben, am Drücker, denn wir haben kein Schiff verloren. Ah, picture is back again, okay. Wollen wir mal hier anfangen? Wollen wir mal anfangen, den dicken Pott hier aus dem Kampf zu nehmen? Ich ziehe vor mit dem Jäger, verpasse ihm von hinten einen Schuss. 48 hit points of damage, right up the tailpipe. Mhm. Sehr schön, und jetzt kann ich mich mit ihm sogar noch in Sicherheit begeben, indem ich, überlege, ich ein Stückchen nochmal zurückziehe. Genau. In das Asteroidenfeld rein. Into the asteroid field that und mit dem should hier offer at least some little protection. Just move in behind him. Genau. Yes. Hinter ihn und drauf. 64. 64, that means his shields have been weakened a bit. Das ist that's gut. That's what Pete told us last time. Every attack on the shields weakens them a bit for that turn, before they get recharged. So und let's hope we can damage them. Okay, that should be the end for him there. Der hat den ersten Gegner aus dem Weg geräumt und das war ein ziemlich dicker Brocken. Das steht uns gut zu Gesicht. So, three of our fighter squadrons just finished off the first enemy ship there. Nice. Die anderen Herrschaften, die lassen wir da alle erstmal stehen und warten mal, dass der Gegner kommt. Die stehen da alle ganz gut. Okay, you want to hide all those fighters behind that asteroid barrier and let the enemy come closer. Die können da alle stehen bleiben. Mhm.
So what about launching a little spread of torpedoes to Das können wir welcome the machen. enemy? Torpedos können wir natürlich auf jeden Fall starten. Wo ist unser Torpedostarter? Der fette? Der hier, Everybody ne? has torpedoes. Nur der hier hat Torpedos. Nee, I thought everybody had torpedoes. No? Okay, only that one has Genau, wir torpedoes. haben ein Schiff mit Torpedos, das ist der hier. Und da jagen wir eins einfach in die Mitte, um die zu zerstreuen, in der Hoffnung, Yeah, dass sie nach rechts und. just launch it right into the middle of the Megabots to force them to move. And Einfach mitten rein und dann sollten wir diese Gruppe eigentlich sprengen können. In der Hoffnung, dass sie in alle Richtungen sich dann bewegen. Und wir Launch a können noch ein second, launch Torpedo. another torpedo, why not? Machen wir gleich. Und A little bit to the. ein bisschen rechts daneben und dann gucken wir mal, wie die reagieren. Okay, so. Let's see if we can't force them to run into our torpedo. You sure the other ships don't have any torpedoes at all? Wir haben sonst keine mit Torpedos. What a pity. Hier ziehen wir jetzt vor. Doch, ich ziehe doch ein bisschen vor mit denen. Sagen wir mal bis hierhin. Writing bullet getting frisky there, moving the fighters up a little bit. Glide part wonder gives us three more movement points. Hier gehen wir auch etwas dichter in Schussreichweite rein. Sagen wir mal bis hierhin. So we're not actually attacking with the fighters this turn. We're still hiding and letting the enemy come. Und genau. Einfach ein bisschen kommen lassen. In the meantime, we're letting our torpedoes do the work. Never send a fighter where you can send a torpedo. No, I thought, no, wait. I thought the actual original saying was never send a man where you can send a bullet. Entering narrow passage. Repairs complete. Okay, repairing the fighter there. Jetzt ist die KI wieder dran. Orientieren sich eher Richtung Süden. Schießen alle auf einen Jäger. Und erwischen ihn auch. Einen Jäger haben wir jetzt verloren. One fighter down. Okay, Aber he's es moving klappt. nicely into the path of our torpedo there. Ein Teil der Gegner zieht Richtung Norden, ein Teil zieht Richtung Süden. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt haben wir hier Okay. einen Feind, den wir vernichten können. At least we have a torpedo we can. Oh no. Do you know what they just turned that they turned that phrase around? Never send a man where you can send a bull. Oh, Bernardine. Nice, you can. Oh. Das habe ich nicht. Aber jetzt hat der Feind ein Schiff verloren und hat nur noch fünf. Das sollten wir jetzt gebacken kriegen. Nice torpedo hit. 296 damage. Was haben wir hier? Hier haben wir einen 55er. Da haben wir einen 95er. Ich würde gerne den 55er erst rausnehmen. Entering narrow passage. Einmal hier durch. Fünf nur. Auch nur fünf. Das ist wenig. Wir schießen mal trotzdem. 5 hit points, okay. We have to fight, shoot through the asteroid field there, but that doesn't matter. Hier sollten wir ihn von hinten erwischen können. Can you activate the glide path and then shoot? Du meinst nicht Impulsenergie, sondern, Yeah, Entschuldigung. can you activate impulse power and then Ja, shoot? genau. Ja. Ich ziehe, ihr könnt entweder hier durchziehen oder hierhin. Right into the asteroid field. Guck Oh, mal hier. 93, okay, Wow. that's a kill anyway. Ja. Ach, du wolltest, dass ich in den Asteroidenhaufen reinziehe. Okay, ich hatte dich missverstanden. That doesn't matter anyway. Er hat auch sein Heck hinten. Yeah, but we will not be able to get a killing blow in because we're too far Mit away. Impulsenergie bis hierhin. Yes. 11, keine 13. Das entscheiden. Wir gucken mal, wie weit wir die anderen, dich, wie dicht wir die anderen rein ranbringen können. We did play the plus two speed battle card, right? But it didn't apply to fighters, I hope. I guess. Haben wir diese plus zwei Battle Card gespielt? Ja, die haben wir gespielt. Aber das zählt nicht für die Jäger wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Because I think the fighters seem to be a bit slow today. Ein Schuss hier rein, 24. Der hier kann, glaube ich, noch schießen. 24.
Dann hat er hier noch 47 und hat mehrere kritische Treffer. Dann haben wir hier noch das fette Schlachtschiff. Mit dem ziehen wir jetzt auch vor. Wir ziehen mit allen vor. Der kann. ...15 hier anbringen. Wie viel hat das Schiffchen hier noch? Das hat noch 32, den werden wir nicht erwischen. 32 left, we will not be able to get him there. Dann konzentrieren wir uns mal auf die anderen. Mal gucken, wie dicht wir rankommen. Mhm. Hier der zum Beispiel. Wo ist der Heck? Die haben beide den Bug zu uns. Okay, das what about the one next to the green asteroid passage? We can move in right close next to him. I mean, we can't get his tail, but... Probably. Okay, or maybe the glide path. Can direkt vor ihm, 22. Try using impulse power, getting in behind him. Und dann ziehen wir nochmal weg. I mean, you could have gotten in behind him and then fired. Ja, aber wir haben ja schon einmal geschossen. Nee, du hättest erst hinter ihm... Oh, du hast recht. Du hast absolut recht, ja. Zu spät. Zu spät. I guess we have to send you back to Fighter Academy as well. Aber das geht vielleicht mit dem Kollegen ja jetzt. Mm-hmm. Maybe we can repeat the trick with that one. So activate impulse power, move in behind him and... Oh, du hast recht. Does a little bit more damage. Engines critical, lasers critical, that's good. Entering narrow passage. Und der hat jetzt hier noch 32. Mit ein bisschen Glück kriegen wir das hin. 32 left. Use impulse power again. Move as close as you can and then kill him. Entering narrow passage. Schauen, ob das funktioniert. Fast. Ah, almost. 27. I guess you're not getting a plasma kanone profi achievement for this one. But maybe we can shoot him with the last fighter. Definitiv. Mm-hmm. Yes. Entering narrow passage. The glide path is a very... Yeah. And the tight squeeze one there is very interesting because it enables us to surround enemies even when they are hidden behind asteroid fields. Jetzt haben wir noch drei. Mhm. Dicht dran an den Feind. Mhm. 3 Megabots left. Yes, moving closer. No fighters left to launch. Entering narrow passage. Yeah, we will probably not be able to shoot from here, but who cares? They will be gone next time, next turn. Oh, another fighter left. Just repair him before you move him, because he's too slow otherwise. Yep. Entering narrow passage. Der Feind zieht mit seinen letzten drei Schiffchen. Beschießt unsere Jäger netterweise, nicht unsere Hauptschiffe. Das freut uns. Gets a kill on one fighter squadron. Manages not to kill another one. And, 157. That was bad. Ein Jäger verloren. We still have enough left. Für den Piloten möglicherweise ein menschliches Drama, für seine Kommandanten weniger. Aber lass uns ein paar Krokodilstränen verdrücken. Mm-hmm. Probably very dramatic for the pilot who was in the fighter, but not for us. Hmm. Out of detonation range. What a pity. Schade, aber jetzt, komm mal. Mm-hmm. Jetzt haben wir hier noch zwei. Sehe ich nur noch zwei? Hatten die nicht eben noch drei? Three, there's another one up north. Hier oben. Mm-hmm. Okay, dann holen wir uns den hier oben zuerst. Move in behind him and finish him off. Or maybe use one of our capital ships for that. Entering narrow passage. Boah. 136 Trefferpunkte. Der war schon stark beschädigt. Boop. Jetzt sind es nur noch zwei. Another one bites the dust. Okay. Two left. Da können wir beide jeweils bequem hinten hinfahren. Entering narrow passage. Das sind beides heavy shields. Ja, beide haben 100 Trefferpunkte, aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Move the one that just fired away from the sweet spot, so another one can take its place. Ich glaube,
Ich erspare mir mal die Klickerei und schieß mal, zieh mal alle hier drauf und dann gucken wir mal weiter, ob wir das überhaupt noch machen müssen. Diese Tricksereien. Okay. Mhm. Ja, 19 Hit Points left. Okay. Jetzt haben wir nur noch den hier, der noch 100 hat. Moving on his tail. 38. Okay, we usually use 3 fighters to take down 1 megabot, so. But we have enough left. And even if we don't, we still have our battleships. Another 32. Jetzt hat er noch wie viele? Noch 30. 30. Eventuell reicht der Einschuss aus. Just moving the last fighter. That's a very dense fighter swarm there. That's the essence of Jägerspam. Ja, das ist der Höhepunkt des Jägerspams bislang hier in der Partie. Yes. Juhu, wir haben es geschafft. And that was the end for Barry. Der arme Barry, raus aus der Partie, teilt das Schicksal von Daoming Suxua. Der Planet schließt sich uns an, wir bedanken uns dafür. Haben ein neues Weltwunder. Yes, we've gained another wonder, naval tradition. That means even if half of our people are now fatigued, it won't show in the coming battles. That means we can take those last two yellow planets, right? Genau. Das heißt, es bleibt zwar dabei, dass hier diese roten Punkte, die hier auftreten, die Zahl unserer Aktionspunkte einschränkt, also der Zahl der, die Anzahl der Planeten, die wir pro Runde heimsuchen können, aber unsere Kampffähigkeit wird dadurch nicht mehr beeinflusst, negativ. Das sieht aus wie ein oder zwei Kämpfe noch. Probably, we will probably manage 2 more combats on that crew fatigue. Hierhin? Yeah, just roll in and wrap up the last yellow planets, yes. Den hier, danach zur Heimatwelt. Yes. Ich guck mal an, wie stark die Flotte ist von. Yeah, take a look at the fleet before. Mr. Kozlov, how strong is your fleet? Oh. Oh. Holla. Oh. Holla die Waldfee. Um ein bisschen deutsche Kultur reinzutragen in dieses, in diesen internationalen Livestream. Holla the Wood Fairy, as we say in Germany. This is quite a fleet. I mean, look at it. 315 hit points. Ich freue mich. Endlich mal ein Gegner. At last. A worthy opponent for Riding Bull. Ja, da müssen wir doch mal wieder, also Augen zu und durch und drauf, egal wie und was und ohne Tricksen, klappt bei dem Gegner vielleicht doch noch nicht. Das wäre aber doch vielleicht ein Grund, jetzt anzugreifen und nicht später, weißt du warum? Why? Weil ich denke an seine Moral. Wenn wir ihn hier angreifen, verliert er 20% seiner Kampffähigkeit. Wenn wir da, ne, weil er 2 Felder entfernt ist. Wenn wir dagegen jetzt hier hinfliegen, doch, dann können wir natürlich seine Flotte. Yeah, we should attack his fleet at a place where he does not have any megabots. Na doch, fangen wir hier an. Okay. Nee, der ist nicht. Einverstanden? Oder wir greifen ihn da an. Ach, das war Quatsch. Hier schwächen wir ihn. Auf geht's. Haben wir an. Ach, die Forschungspunkte. Wir haben uns noch gar nicht um Forschungspunkte gekümmert. Yes, we did. We only have 3,000 research points left and we will only get another 15,000 next turn. So we spent everything at the beginning of this turn. So das should be okay. Nicht aus. Okay. Hier rüber. Attacke auf Mensee 63. Let's see if we defend this planet. Heroische Musik. Und ein heroischer Moment in der Menschheitsgeschichte, als er wieder der Starke den Schwachen angreift. Another heroic moment in humanity's history with the strong ones attacking the weak factions. Auf unserer Flagge verherrlichen wir nicht den Heldenmut, sondern die pragmatische Feigheit. Yes, we are not for heroics and useless theatrics, we are using pragmatism and cowardice.
Oh, Doppler interference. In this quadrant, torpedoes are hard to detect. So, that means I'd like some torpedoes installed on all of our ships. Jetzt hätte er gerne, der Kollege Christian Weigel, viele, viele Torpedos, weil die hier in diesem System schwer zu entdecken sind. Was heißt das konkret? Man sieht sie nicht. Mm-hmm. Torpedoes are not visible. So that means, before launching our fighters, I'd like to launch a big fat spread of two torpedoes from each ship. Also, because the enemy is arrayed in a very big fleet, that means that's a hard, is it, that, that should be a hard to miss target. Oh no, I've lost picture again. Das Blöde ist nur, wenn wir hier jetzt Torpedos noch mehr als zwei pro Schiff machen. No, just put in two per ship, so we can each have a dual launch at the beginning of the turn, and that should be enough. Jetzt haben wir zwei pro Schiff. Wenn wir mehr investieren würden, dann würden die Bewegungspunkte von 4,1 auf 4,0 runtergehen. Das bedeutet, dass die Schiffe, die drei Grundschiffe, nach vier Runden ziehen könnten, aber dann hätten die nur noch einen Aktionspunkt statt zwei. Hm. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wir könnten es natürlich trotzdem machen. No, just put in two torpedoes per ship and that's it. Okay. So we can launch six at the beginning of the turn and then concentrate on Jäger spam. Alles klar. Das heißt, wenn wir jetzt beginnen zu kämpfen, dann wollen wir die Feinde erstmal damit überrumpeln, dass wir denen sechs Torpedos in die Ohren knallen. Und während die sich uns dann nähern, können wir in aller Ruhe unsere Jäger starten. Yes, Commander. Mm-hmm. So we're going to surprise the enemy with a surprise gift of six torpedoes that are very hard to detect. And while they're running for their lives, we can launch our fighter spam. Das heißt, wir beginnen mit Torpedo-Spam, kommen dann zu Jäger-Spam. Mhm. Mhm. Interessant. Ah, six torpedoes doesn't constitute a torpedo spam. It's just a nice surprise opener, a little hors d'oeuvre, a little greetings from the kitchen. Ich hatte da gar nicht aufgepasst. Kommen die hier doch in verschiedenen Wellen? Oder sind die anderen getarnt? I have no idea. Also ich hatte, wurde das eben nicht so angezeigt, dass die alle von Beginn an da sind? I didn't have picture for the last 5 minutes, so I didn't see. Toll. Jetzt bin ich einmal auf dich angewiesen und schon beziehst du dich auf Skype und sagst, ich müsste alleine klug sein. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, ohne deine Einflüsterung zu existieren. So I had picture for about 20 seconds and now it's frozen again. Toll. Okay, just go on fighting without me. Ja, dann machen wir das so. Und dann schießen wir erstmal einen... Moment, mal überlegen, wo fliegen die hin? Einmal, zweimal. Ein Torpedo hier in die Mitte. Dann fliegt der hier lang. Oder da lang. Wir locken die in die Mitte. Einen hier hin. So. Und mit dem hier schicken wir einen Torpedo in die Mitte. Sind hier zwei unterwegs. Beide sind nicht zu erkennen. Und dann starten wir erstmal, wir starten die doch in Intervallen, weil wir jetzt erstmal nur zwei Schiffe haben. Also nicht alle auf einmal. Okay. Mit dem ziehen wir vor. Hier hin. Starten wir noch einen Jäger und den platzieren wir. Die greifen ja gerne die Jäger an und wir wollen die in die Torpedofalle locken. Das heißt, einmal nach links drehen, da bleibt er. Und mit dem fliegen wir hier hin, starten einen Jäger, der versteckt sich hier, der bleibt da, und mit dem Schiff hier, picture is back. Leider immer noch die Probleme hier, ein Jäger hier gestartet, mhm. Nice. Ein Jäger hier hin, kann da bleiben. Und noch ein Jäger. You could already move in and fire with that one. But, ja, aber ich will erstmal die Torpedos nutzen, die wir gerade abgeschossen haben.
By the way, I have picture again. I'm not blind anymore. Das ist schön. Christian sieht wieder etwas. I can see what you're doing. Oh, he's trying to laser us. There are 10 hit points. Die bewegen sich nicht. Ja, das ist ja ein Ding. Die haben uns gar nicht angegriffen. Alle Pläne waren für die Katz. Stattdessen schießen wir auf den Planeten. Wird der Planet vernichtet? No. Planets. Okay, that torpedo should maybe. Okay, that it won't run far enough. Jetzt noch nicht. Aber eventuell nächste Runde. Maybe next turn. That's why I wanted you to fire a big spread. Okay. Ja, aber wir sahen ja nur zwei Schiffe. Mhm. Alle Torpedos auf zwei Schiffe verschwenden? Why not? Ja, okay. Du, weil du wolltest sie doch alle haben, die Torpedos, damit wir ganze Rudel von Schiffen treffen. Yes, and there is no big big formation of enemy ships to waste the torpedoes on, so you're right. Dann machen wir einfach ab. Wir lassen den Gegner ein bisschen kommen. Yeah, just launch more fighters and let the enemy come. But I think he will not come. Ich schicke ihm mal... Wer hatte noch Jäger? Die haben alle noch Jäger. Ich schicke mal ein Torpedo hinterher noch. Mm-hmm. But aim the torpedo directly at the enemy ships. Just in case they don't move away. Ich schicke mal ein Torpedo hier links durch. Und dann gucken wir mal weiter. Du wolltest einfach in die Mitte rein. Because they don't see the torpedoes, they will not take evasive action. Die sehen die nicht, deswegen weichen die nicht aus. Deswegen wollte ich einfach mal direkt auf der Mitte. Deploying fighters. Und hier rein. Mhm. Nach rechts drehen, abwarten. Ein Jäger. Ich warte noch was ab. He's still waiting. He's still biding his time. Okay. Und hier können wir jetzt... Du würdest gerne noch ein Torpedo. Mhm. Just aim it straight at them. Right at the green dot. Da ist ja schon einer unterwegs. So? Der kommt genau hier an. Doesn't matter. Warum denn zwei Torpedos? Einer reicht doch zum Zerstören. Die haben eine solche... Warum sollen wir zwei auf denselben Punkt abschießen? Okay. Also, das akzeptiere ich nicht als Argument. Tut mir leid. It's not a valid argument. Okay, you're right. I'm guessing the one that's running straight at the enemy will guarantee is a hit. Because they don't see it coming. Noch ein Fighter. Mhm. Yes, also Eagle Eye 6 from the chat is right. Two torpedoes do more damage than a single torpedo. Mm-hmm. That's simple. Ja, aber wir brauchen nur einen Torpedo, weil die haben eine solche unglaubliche Schadensmenge. Wenn die in der Nähe von einem Schiff explodieren, dann war's das. Okay, you're saying you only need one torpedo. I say there is no such thing as overkill. And you don't know how strong the enemy's shields are and all that. Also, torpedoes don't cost anything, so... Wir werden uns überraschen lassen müssen. Also, we will have to be wary of the enemy sending in reinforcements. Look, he didn't move away. He doesn't see the torpedoes. He just switched position. Jetzt werden die einen üblen... Ja, das ist der uns leider gar nichts bringt. Okay, that's the one that's... Der trifft auf den Planeten gleich drauf. No! Oh no! Was that a war crime? Did we just commit a big war crime? Did we kill Könnte innocent sein. Civilians? Okay, maybe that one will... No. Aber okay, der... But that one. Right in the middle. Both enemies. Yes. Wow. Yes! Der bringt nichts. See, and if we had fired a second torpedo at the same spot, we could have gotten an easy kill. Der hier hat noch 192 Trefferpunkte. Maybe you can move in with our main... Fleet and ja, just shoot him from behind. Den schicke ich ein paar... Ach, da ist noch ein zweiter. Ah, look at that. Die They've waren getarnt. Hmm, but even the cloaked one, he was cloaked, should have gotten some torpedo damage. Yes, he's a little bit damaged. Just move in behind him with the impulse power. Wo ist dessen Hinterteil? In der Mitte? Da kommen wir nicht hinter. Yeah, we can't. Die reiben ihre Popos aneinander. Bitte die kleinen Kinder mal alle weggucken. Oh, they've adopted a very unusual formation there, tail to tail, to protect themselves, like two bodies in a bar brawl.
Es gibt ja... Oh, warum kann ich mit dem nicht mehr ziehen? Was ist da los? You need to activate impulse power. You need to activate impulse power. Ach so, alles klar. Ja. Dann machen wir das auch mal. Wohin? Der hat den 177er. Nehmen wir den hier, ne? Den vorderen. Der ist auch schon angeschlagen. Ja, dann move first. Hier hin. And then fire at that one. Yeah, 64, that's good. So. Mit dem hier kommen wir auch ganz dicht an den Kollegen ran. Yes, impulse power again. 60. Oh, I just saw that Pete Murray came online in Skype. Oh, das ist schön. But ach, auf Skype nur. On Skype. I don't know if he will be joining the chat because he said he's got important appointments today. Wichtigere Dinge als die Eroberung und Rettung der Galaxie vor bösen Aliens. Es sind ja gar keine Aliens, es sind ja auch Menschen. More important things than saving the galaxy from us. Oh, schau mal hier. Ja, genau. Wir haben es. Der geht jetzt drauf. Aha, 60 hit points. Good night. Sleep well. Good night, sweet prince. So, okay. Und jetzt greifen wir auch an. Jetzt war es das mit dem Jägerspam. Jetzt schicken wir mal alle nach vorne. Jetzt haben wir auch freie Schussbahn hier auf den Kollegen. Guck mal. Ah, yes. I guess that was another nice side effects of the torpedoes. We cleared away some asteroids and have now a free field of fire at that guy. By the way, let's hope that's the last enemy ship and there's not any more cloaked vessels around. Noch mehr. Yeah, move there. So at least you have an Asteroidenfeldern vorbei. Have a clear shot at that one. Schilde kritisch. Das hören wir gerne. Shields critical. Okay, those are the fighters that have been starting the fight from the back row there and have to rely on laser power. Oh, that's also a plasma shot there, but can't move into knife range to kill the enemy. Jetzt merken wir aber mal, wie viel diese Schilde ausmachen. Wir haben gleich den Dreifachen an Schaden hier anrichten können. As soon as the shields are down, our damage almost tripled. Oh, das war's. Oh, 117, that's it for him. Let's see if that's the last enemy vessel there. Or if he has any more cloaked. Das war's. Oh. Hätte ich gar nicht gedacht. No. Sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Very nice. We'll take that. Victory. Prima. Has joined our Federation. Okay. Keine Aktionspunkte mehr. Schade. Aren't there two left? Ja, die zählen nicht. Also das sind Müdigkeitspunkte. Also die Aktions... Oh. Das ist ja dieser spezielle Bonus von Madame Elodie. Ah, okay. Ist die Anzeige. Da muss man immer im Kopf umrechnen. Also, wir müssen jetzt in Landurlaub, weil wir keine weiteren Aktionspunkte mehr haben und machen das deshalb auch eine Runde weiter. Ausgeben könnten wir natürlich noch Unmenge an Metallen, pardon, no. Die wir haben. I guess we spent all of that. The only thing we haven't spent is 10,000 food. Wir haben nur noch 10.000 Futter übrig, da können wir noch ein paar Städte bauen. Die Frage ist, wo? Ich denke, da, wo es jetzt am meisten, am schnellsten was bringt, bei der Forschung, glaube ich. Ne? Bei der Forschung, ja. Hier. Just, where was our research planet? Das hier. Sure? Oh ja, 4.500, holy. Yeah, that's... Yeah, build another city. 3.000 for that one. 5.000 for the next one, and then we're done, I guess. Oh, can you do another one? Wow. Drei neue Städte. Damit steigt uns auch unsere Punktzahl hier oben, denn die Anzeige, über wie viel Prozent der galaktischen Bevölkerung wir verfügen, die bemisst sich an der Anzahl der Städte, die wir haben im Verhältnis zu der Anzahl der Gesamtstädte auf der Karte. Ah, so, very important fact there. Galactic domination doesn't count the number of planets we have, but it counts the number of cities in our power. So viel haben wir schon erlebt hier, an den drei, jetzt vier Live-Abenden. Okay, anyone attacking us? Oh! Hutama! The United Federation, is that us? I think so. No. Yes, that's us. We are Elodie. Wie k-
kann man nur andere Zivilisationen angreifen? Das finde ich barbarisch. Attacking other space factions. How, I mean, only space barbarians. Oh, that's the first time we're being attacked. Unsere Flotte ist 5 Runden entfernt. Ja, natürlich. Das lassen wir uns nicht bieten. Mm-hmm. I mean, at least we do have a space highway there. Okay, what's the problem there? Okay. Our sensors have fully mapped the star system. We can commence combat operations as soon as we arrive, so no special features there. Chance of mission success. Let's take a look at the enemy vessels. 4%. Ooh. 3 Kleinstschiffe. 3 very small corvettes. 2 kleine Schiffe. 2 little bit smaller ships. And, 2 mittlere. 2 medium-sized. Against our 3 highly developed carriers. Mit den vielen Jägern, genau. Mm-hmm. Do we have any chance of improving our ships before the battle? Gucken wir jetzt mal, ob wir unsere eigenen Schiffe auch verbessern wollen. Ich würde am liebsten übrigens auch den Entwicklern den Krieg erklären, muss ich ganz ehrlich sagen, denn das ist doch eine Frechheit. Unsere Siegchancen hier mit 34% zu beziffern. Mm-hmm. Only putting up our victory chances with 34% there. Writing Bull thinks that it's an insult to his abilities and he'd like to declare war on the developers. Build and repair starships. So question, okay, because now it seems we already have the new credit amount from the next turn. So at least I think we should increase shields and armor and engines and everything. Ja. I mean, ich würde gerne noch mehr von den Torpedos machen. Weil das fand ich, weil die Anzahl unserer Schiffe, die wird ja maßgeblich eigentlich durch die Jäger bestimmt. Die 3 Schiffe hier, die fallen gar nicht so sehr auf. Es ins Gewicht, nachdem die Jäger gestartet haben. Das ist quasi nur ein kleiner Teil unserer Flotte dann. Es sei denn, dass die Torpedos abschicken können, denn das können unsere Jäger ja nicht. Or do you want to maybe add another similar ship to the fleet? Also noch ein gleiches anbauen? Dann, wir könnten noch einen dicken machen, allerdings wahrscheinlich könnten wir dann keine Jäger draufsetzen, weil wir dann das Limit von Schiffen pro Schlacht überschreiten würden. Ich weiß nicht genau, wo das liegt, aber... Okay, dann wäre mein Vorschlag, packe auf jeden noch 2 weitere Torpedos drauf, dass wir das 2-mal machen können. Ja. Und den Rest investierst du in Schild und Panzerung. Okay, invest the rest in engines, shields and armor. Okay, now you need to increase engines again. Hm. Class 8 shields, that's heavy. That should make them nearly impenetrable. Aber, genau, da kann da kaum was passieren. Mhm. Okay, let's leave it like that. And I think next time we should invest some research points into shields. Okay. Können auch noch ein paar Torpedos drauf. Dann schießen die einfach nur ein Torpedo nach dem anderen ab, nachdem die Jäger gestartet haben. I wouldn't start fighters after the... I would launch torpedoes first and then start the fighters. Und das ist ein Argument dagegen, noch mehr Torpedos zu holen. Mm-hmm. I'd leave it at 4 torpedoes per ship. So we have 2 turns of firing 2 torpedoes each and then we can start launching fighters. Sollen wir es so lassen, wie es ist, oder sollen wir denen noch ein bisschen Laserbewaffnung? Oh, let's leave it. Wir lassen das so, weil die kommen ja selber kaum zum Kampf. Die greifen den Kampf eigentlich nur ein über Torpedos und Jäger. Yes, let's leave it like that. I'm happy. But bear in mind that we will start combat with only, I guess, 1 ship. Jetzt? Mm-hmm. Because our fleet will take 5 turns to fully arrive. Ach so. Das heißt, jetzt kommt erstmal nur unser erstes Schiff in den Kampf und die anderen kommen danach. Ich schätze mal schon. Oder Megabots haben wir da ja gar nicht. Nee. Dann soll man das erste Schiff noch weiter verbessern. Dann sollten wir doch hier nochmal 2 Torpedos zum Beispiel und Treffer und hier überhaupt alles einfach. Okay. Wir haben ja hier genug. Yep. Also 4 Bewegungspunkte reicht eigentlich aus. No, give him more movement points. I don't like a faster ship. Ja, dafür müssten wir hier aber... Okay. Dafür reicht es nicht. Guck mal, wir kommen hier am Maximum schon. Mehr ist, okay, 8 ist Maximum, nicht. But 4.9 is good as well. Also mehr als 4 schaffen wir eh nicht. Mm-hmm. Okay, increase armor for a little bit. And now increase movement points again and now we're done. And maybe... Jetzt gehen uns die Credits aus, Achtung. Okay, then leave the rest for repairs. Das würde ich lieber so machen.
Okay. Oder so. 4.0, yeah. Okay. Yes, okay. Also, good thing is the first ship has sensors, so just in case we need to decloak somebody, we can use them. Alles klar. Okay. Auf geht's, ne? Okay, let's see how we can defend the planet. Liebe Zuschauer, wünscht uns Glück und spuckt euch alle mal über die linke Schulter. Es bringt auch Glück. Passt aber auf, wer hinter euch steht. So, very important moment. That's the first time we're being attacked. And we're being attacked by numerical superiority. And our fleet will take some time to arrive, because our Star Empire is so big and wide. Let's see how that goes. Yep. We have to start with our first ship. And let's see what kind of battle cards we... Ja. Yes, use that. Gravity well. Enemy starship speed reduced. That's perfect for launching torpedoes at them. Mhm. Because then they will not be able to evade as quickly. Das heißt, wenn wir diese Schlachtkarte ausspielen, das sind alle Feindschiffe langsamer. Das machen wir auf jeden Fall. Noch kurz einen Blick auf die anderen beiden Schlachtkarten. Schildlevel wird um 1 erhöht, brauchen wir nicht. Und die... Increase speed by 2 this turn. Oh, just this turn. All right. Ja. Mhm. Das hier ist okay. Aber gut. Just use the gravity well. So, und wo ist der Feind? Can you see the enemy fleet? To the right, probably? Oh, yes. Ja. Mm-hmm. Ganze Menge. Just move forward a bit and launch torpedoes. Das machen wir. Und zwar mal kurz nachdenken, wohin wir die schicken. Just move them right across, right into the middle of the enemy formation. Hier kommen die auf jeden Fall durch. Ne? Don't depend on the enemy moving into your torpedoes. Because if they see the torpedo, they will move into another direction. Mhm. If you launch it here, they will not move into the torpedo. Was? Wo würdest du denn hinschießen? Right into the middle of their formation. Zwei in die Mitte, warum? Wohin ziehen die dann? If they see you, wenn die deine Torpedos sehen, dann laufen die da nicht rein. Also wenn du sie irgendwie jetzt nach vorne schicken würdest und dich darauf verlässt, dass die da reinschwimmen, das bringt nichts. Du musst sie mitten reinsetzen. Vielleicht ein bisschen. Ja, aber wenn ich die mitten reinsetze, dann ist der einzige Effekt, dass der eine Teil der Flotte sich abspaltet und nach Norden fliegt und hier über die Flanke versucht zu kommen. So, und der andere Teil von Süden. So weit können die doch gar nicht. Setz weil die so einen, langsam sind, meinst du? Genau, setz den einen da rein und den anderen. Ich hatte halt vorgehabt, einen hierhin und einen hierhin. Yeah, I'm happy with the second one. That one. I just aim right directly at the biggest enemy ships, because they will not be able to move away quickly enough. No. Hier. Aim, yeah, right at him. Ich möchte hier. That will generate a miss. Okay, just do it. Ich kann das jetzt lieber machen, aber ich denke, die fliegen einfach hier, die weichen ja nördlich aus. They are not that fast. Die sind nicht so schnell. Außerdem schau mal, wie lange das dauert. Die werden erst in 2 Runden da ankommen. Still. Ich schicke hier mal einen los. Okay. Ich bin sowieso ein... So, jetzt versuchen die es zwischen den Torpedos durchzumogeln. Wir müssen aufpassen, wo die gleich verschwinden. Wir können keine Schüsse anbringen. I know where they are. Do it. Look at that. Sehr schön. 2 enemy ships killed, 700 damage. Okay, and this one goes right past their noses. Das klappt nicht ganz. Den lassen wir da mal abwarten. Mhm. Mal gucken, was passiert. Ich würde jetzt sogar 2 Torpedos hinterher schicken. Einen hierhin und einen hierhin. Und dann gucken. Just launch it right into the middle of that spot where the enemy ships cloaked up. Hier, ne? Der Vorteil ist, wenn man halt gleich wirklich 2 pro Runde abschießen kann, das ist schon eine gute Sache. Yes, one of the users from the chat channel is bringing up the argument that as enemy shield strength increases and enemy toughness goes up. It's very hard to make a dent into the enemy fleet with fighters alone, so torpedoes are the way to go. Guck dir das mal an. Es gibt ein Schlachtfest. Oh, yes. Oh, yes. Bam! There goes the enemy fleet.
Yeah, Bernardine says, you are the Jägermeister, I am the Torpedomeister. Ja, also der fliegt an denen vorbei, aber irgendwo war da noch eins, das getarnt war. Vielleicht erwischen wir das mal gucken. Nee. Oh, nice. Jetzt haben die nur noch eins. Eventuell noch ein getarntes, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, jetzt wird langsam Zeit für die Jäger, denke ich. Or if you want to, you could just use your senses. Könnten wir auch, aber dafür müssen wir, die sind nicht so stark, ziemlich dicht dran fliegen. Ich möchte jetzt fangen wir mal an mit den Jägern, den Rest zu geben. Die anderen dazugekommen. Jetzt sehe ich das erst. Wir haben noch mehr Schiffchen jetzt. Mhm. So, ah, okay. Ship number two has... Okay, if that probably means if our fleet is five turns away, that means there will be a ship in turn one, then another in turn two, and another in... and the last one will arrive in turn five. Yes, okay, but I guess with torpedoes number one and two, we've gutted the enemy fleet. Incoming. And the rest is just mopping up. Da ist das Getarnte, da hinten. Mhm. Oh, look, he's firing a torpedo at our fighters. Das hole ich mir jetzt hier. Nice try there. Okay, you're going for the little one. Gleich zwei. Beide können wir killen. Wir können uns aussuchen, welches. Das ist das mit den Mehrtrefferpunkten. Mit dem Jäger hier. Entering narrow passage. Mhm. Dann können wir an das hier ranfliegen. Use impulse power and finish him off. He only has 58 points. Da hat das mit der Tarnung nicht ganz gereicht. Ah ja. Sehr schön. Wunderbar. Ende der Schlacht. Das ging ja gut. Also großes Lob an denjenigen, der dem anderen hier den Torpedo-Spam aufgequatscht hatte. Das war eine kluge Entscheidung von dir. So, yeah, thank you, WB, for strongly advertising the torpedoes here, because I was against them initially, because I think they're just weak. Decorative firework type weapons, and no, you stopped me and you taught me a better way. Jetzt gibt er hier an der Hutama. Hätte irgendein Wunder gebaut, soll er doch. He's built the convergent light wonder that probably improves his lasers. Das soll er halt bessere Laser haben. Will it save him from torpedoes? Nah. Also, das reicht nicht. So, jetzt sind wir hier unten und. Wir haben alle Aktionspunkte. Schaffen wir es, bis zu seiner Heimatflotte zu kommen? Wir sind bei 37. Ne, das schaffen wir nicht. Wir gehen, wir gehen hier mit Tod. Ja. No, I think we should consolidate our territory, kill off the last yellow ones. Ja. Ja, ja. Wir gehen der Reihe nach vor. Jetzt holen wir uns erstmal das hier mit den 8 Städten und dann machen wir weiter. Okay. Einverstanden? Yes. Because a planet with 8 cities is. Pretty good. Okay, let's spend research first. Wir haben 21.800 Forschungspunkte und können damit viel Gutes tun. Zum Beispiel kostet uns relativ wenig. I'd like to combine improved shields and another level in artificial intelligence. Okay. Bessere Schilde und unsere Jäger sind noch fitter. Mhm. Super. Könnten auch unsere Torpedos noch fitter machen, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. No, I guess our torpedoes are already very much ouchy. Ja.
Ganz genau. Mhm. So, und jetzt fliegen wir hier rüber nach Eridani 55 und sagen mal dem Herrn Koslov, guten Tag. Yes. Dem zeigen wir jetzt mal, wo der Battle de Most holt. Das war kein Deutsch übrigens, liebe internationale Zuschauer. This was no German language from No, Christian. That's untranslatable. Der Feind wird in drei Runden da sein. Let's see if we can increase all of our starships to the same level. Sehr, sehr gute Asteroidenfelder hier, die alles gut abwehren und die blockieren wirklich komplett den Beschuss ab mit dem normalen Beschuss durch Laser und durch Plasmakanonen, nicht aber den durch Torpedo-Explosionen. So, the asteroids, they protect them from laser fire and plasma fire, but not from torpedo explosions. Das machen wir uns. Enemy fleet, couple of 4 megabots. And he has repaired. No, he has not repaired his fleet. We engaged another fleet last turn. Eine ganze Menge Arbeit ist ja vor uns, aber die werden wir schon schaffen, ne? Yes, no problem there. But let's spend some money on our ships. Viele Torpedos, die auch von uns feuern werden, und wir werden dann lachen. Einer hat nur. Die haben kaum Jägermodule. Three enemy ships have fighters, but their fighters have not been researched in any kind of way. Ja. Die Jäger sind überhaupt nicht aufgelevelt mit Technologien. No, they do have decent hit points, at least the first two ships, but the rest is just paper tigers. Da haben wir keine Angst vor. Nein. 1300 haben wir in Energie, da kann man jetzt nicht viel machen. Oh yeah, we spent all of our energy last during that defensive battle, so just leave it at that. Yes, let's bring all of our ships to the same standard next turn. Wir haben drei Schiffe und die haben viel mehr, also ein ungleicher Kampf, viele gegen ein paar. Aber ich trotzdem behaupte ich mal, da legt sich der Kleine mit dem Großen an. Mhm. Ja. Yeah. He's playing with the big boys now. Okay, just my suggestion would be to launch one torpedo at that cluster of enemy ships over there to the left. And then einer hier und einer in die Mitte. Einer rechts vom Planeten, einer in die Mitte und einer links. No, just launch 6 torpedoes at the same time and do a real spread. Das möchtest du gern, finde ich gut. Dann ziehen wir noch mal eins nach hinten. Hide behind that big boulder there and then launch 2 torpedoes. Yes. Ein Torpedo hier hin. No. Aim it direct. Aim it directly at the enemy group with the first one. Wir werden ja doch 6 Torpedos abschießen. Die will ich der Reihe nach von links nach rechts, dass die so in den Fächer kommen, dass der nicht ausweichen kann. Okay. Ja? But at least aim, because they will not be moving to the left. This one will go. Das ist ja egal. Die sind wenn ein Torpedo explodiert, die haben ja kaum Trefferpunkte. Das reicht ja schon aus. Entscheidend ist nicht, dass zwei in der Mitte treffen, sondern dass die unseren Torpedos nicht ausweichen können. Okay, don't aim direct, dann. Sieh wenigstens ein Helksfeld weiter nach rechts, bitte. Hier hin. Ja, so. Also weiter bewegen die sich sowieso nicht. Der won't move. Ich halte das für die falsche Strategie. Weil wir werden noch 6. Wo willst du die anderen denn abschießen, sag mal? Straight past them, at the planet. Ich schieße erstmal einen in die Mitte, einen rechts vom Planeten, einen links, einen hier hin. Da sind wir uns doch schon mal einig. Da sind wir uns einig, ja. Das ist okay. Dann mache ich erstmal die, wo wir uns einig sind. Einen in die Mitte. Yes. Dann another one slightly to the left from there. Dem schieße ich einen hier rechts neben dem Planeten. Closer. Die weichen doch aus. Closer to the planet. Warum? Yes. Because they will be moving forward against us. Okay. Aber die können doch sowieso nicht hier im Planeten sein. Warum soll man es? Okay, then go a little bit to the right. Ich schieße einen hier hin, da wo du haben möchtest. Du sagst die ersten drei, die ich abschießen soll. Okay. Und ich mache die nächsten drei. Wohin geht der? Der geht, yes, perfect. So? Yes, no. Du hast zuerst ja gesagt. Yes, I said, okay. Because that one will now hit the planet. Okay, jetzt kommen meine drei. Einen links daneben. Und einen schieße ich hier hin. That will hit nobody. Darum geht's ja gar nicht. Natürlich trifft er keinen, aber dann können die nicht ausweichen. Aber ist egal. Komm, jeder von uns hat jetzt drei Torpedos abschießen können. Okay. That's
I wouldn't do that, but you're the boss. Du hast die ersten drei gehabt. Ich habe die nächsten drei. Ich habe über deine nicht mehr gemeckert. Das darfst du jetzt auch über meine nicht meckern. Okay, okay. Next turn, will we begin launching fighters or... Ja. Will we do another spread, depending on the success of this one? Dann haben wir ja... Gucken wir mal. Jetzt bringen wir die erstmal hier nach hinten. This looks good. Das hat nichts gebracht. No, I should have waited with that one. No, you can detonate that one, I guess. Der kommt auch noch nicht. Oder doch? No, not yet. Doch. Ah, okay, at least we got the fighter. Nah, we'll hit nothing. Out of Kaboom. Fünf. Der hier hat noch... Ja, die haben alle nichts verloren. Jetzt haben wir noch mal komplett vier Torpedos. Wir können noch mal einen Dreierfächer. Du wieder die ersten drei. Wohin? Right at the middle of the enemy Megabot Formation. Yes, perfect. Yes, genau yes, hier? Yes, yes, yes. Mhm. Da kommt der Erste. Okay. Jetzt darfst du nur einen von hier abfeuern. Slightly to the left of the Megabot Formation. Bisschen links, bisschen weiter. Bisschen eins rechts, rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Jo. Da? Jetzt wird der hier noch abgefeuert. Auch von dir. Wohin? Weiter rechts. Weiter rechts. Ein bisschen links. Also nicht auf dem Planeten. Noch eins links. Ja. What a shame we can't distinguish which torpedo is... Which? Okay, the ones to the right of the planet, they were from you, I guess. Ich schieße in die Lücken dazwischen. Und dann gucken wir mal. Dass wir schießen jetzt in einem dermaßenen Chaos hier ab. Kann sein, dass es den Feind wirklich stark verwirrt. But there was no way to slow down the enemy this time. Wodurch? Wir hatten keine Battle Card, um den Gegner zu verlangsamen, oder? Wir haben eine, um Schaden für alle Schiffe vom Feind auszuüben. Wir können ein Sprungtor kreieren oder wir können 50% unseres Schadens reparieren. Also am ehesten hier noch Treffer beim Feind machen, aber... No, that's not... Können Sie aber noch überlegen. We can use this if we fight against a really big fleet, the Saboteur card. Ja. So, jetzt... Okay, that was his Torpedo. Jetzt haben wir 9 Torpedos noch im Spiel. Jetzt bin ich gespannt. This one will hit the planet. Ah, hat nicht ganz geklappt. Nothing there. Und abfeuern? Yes. Better than hitting the planet. No, will not hit anything. Shame! Aber jetzt. Not too far away. Ah, der klappt. Okay, maybe this one. No, too far away. Klappt auch noch nicht. This one, maybe? No! Okay, maybe next turn, if they don't move away. But this one, okay, this one will. This was one of yours, right? Das war endlich mal ein Volltreffer. Das war deine, that was your torpedo. Das ist egal. Die versuchen ja unseren auszuweichen, da gibt es keine Konkurrenz zwischen uns. Aber jetzt. Jetzt können wir hier.
So we could either move in and try and hit him directly or launch fighters. Ein paar launching fighters. Genau, jetzt werden wir hier statt direkt drauf zu schießen noch mal ein paar Fighters starten. Mit dem gehen wir. Move him right behind and start der firing. 220. Hier hin. Kannst ja gleich zurück hinten dran und dann schießen und dann bist du eins weg. Ganz, ganz wichtig. Wir haben die Schilde vom Gegner. Ah, we got their shields and that means their toast. Ganz, ganz wertvoll hier. Okay, launch another squadron. 140. 140. Nice difference if the shields are down. Das war auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Der kann leider nicht mehr schießen. Oh, just leave him there. He's so good. He's good. Yes. Und mit dem hier. Repeat the procedure. Launch fighters, get them in behind genau. The enemy and hierhin. Einmal den Jäger starten. Mm-hmm. Hierhin fliegen. Schiff zerstören. Oops. Yep. Shields destroyed means game over for a ship. Sehr schön. Und dann mit dem. Hier verstecken. Und er kann jetzt hier noch einen Jäger starten. Dem fliege ich hier rein, drehe mich nach rechts. Hiding in the asteroids, turning to the right. Right, nice. Hierhin. Jäger starten. Start the fighters. Hide the fighters and turn them towards the enemy. Oh no, I've lost picture again. Are you still there? Ich bin noch da. Christian hat leider wieder ein paar Bildprobleme. No problem. At least I get to see. I'd like to see the torpedoes hit on the enemy megabots there, but probably won't. Ich werde dir alle schildern. Okay. Nicht nur dir. Vier Schiffchen hat der Feind noch, damit versucht er unseren Torpedos auszuweichen, indem er nach hinten fliegt. Aber jetzt einen. Oh ja, drei Treffer! Mit einem Torpedo drei Schiffe erwischt und. Ouch. Ja, ich weiß nicht, ein bis zwei Schiffe getroffen. Sid Meier's Starships, the Audiobook. Oh ja, ein weiteres Schiff jetzt durch einen anderen Torpedo stark beschädigt und die Schilde ebenfalls geschädigt. Das hat nichts. Der hat nichts gebracht. Der vierte Torpedo ist auch zu weit weg von Freund und Feind. Nur ein paar herumtreibende Felsbrocken im All vernichtet. Jetzt können wir aber Jägerspam machen hier. Ach, wir haben nur noch zwei Feindschiffe. Also komm, jetzt. Man kann es mit der Taktik auch übertreiben. Das eine ist ein 177er, das andere ist ein 88er Schiff. Er hat. Ja, den hier versuche ich zu erwischen. Still no picture. Oh, entschuldige. No. Sollte ich hier doch was sagen? Also ein Schiffchen haben wir jetzt ein bisschen angekratzt immerhin. Jetzt fliege ich mit dem anderen Jäger auf das andere kleine Schiff zu. Einmal Impulsenergie, noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und ein Schuss in aller Werte. Es sind 32 Trefferpunkte, werden abgezogen. Bleiben um die 50 übrig. Picture is back again. Schilde, stark. Ah, das ist gut. Wir haben die Schilde erwischt von dem. That means next turn he will be a goner. Moving behind, 171. Oh, that's... Yeah, get the Megabot first. Hin und her gerissen. Dem hier hin mit dem Jäger. Oh, der hat keine Pulsenergie. Oh, no impulse power. What's happened there? Ah, because you have to use up the last turn of movement. Now he has impulse energy. Du musst den letzten Bewegungspunkt verbrauchen, dann geht die Impulsenergie erst an. Oh, stimmt. Dann können wir mit dem hier hin. Ach, abgeblockt. Das ist jetzt aber ärgerlich. Dann nur auf den hier. Also good. 66.
Hit points is nothing to sneeze at. Torpedoes critical, yay. Jetzt nehmen wir den dicken Brocken natürlich außer Gefecht, aber wir gucken mal, wie dicht. Ja, doch, wir mit dem auf den hier. Na? Mit dem hier. Was war das last Capital Ship? Oder the last enemy noch, ship? Das war ein Schiffchen noch, direkt vor dem. Okay, that's just another Megabot left. And do we have any fighters over, left over? Ja, hier ist noch einer. Okay, use impulse power to creep a little closer. Bisschen dicht daran und das 84. War's dann. That should do for him. Good work. Wunderbar. Good work, kommentiert die freundliche Dame, von die die Entwickler hier ins Programm eingeschmuggelt haben. So with a nice combination of Jäger Spam Torpedo Spam, we managed to get them. I'm happy. Wir sind alle glücklich und haben hier jetzt, wir haben jetzt 41% der Bevölkerung. 41%. Wo ist der nächste fette Feind, den wir abschlachten können, damit wir uns satt fressen können? You're looking for the next big enemy with big cities. Das ist natürlich hier, der Pirat. What about the pirate planet, the nemesis, marauder planet? It has 12 cities. That should be a big chunk of a galactic population percentage. Maybe we should go for that one. Die Alternative wäre natürlich, wir könnten hier über die Warpbahn komplett nach Norden fliegen und dann hier unseren Kollegen Hutama angreifen. Nah, I'm all for attacking the marauder planet there. And leave, machen wir das. Leave Hutama for next. What about the last yellow planet there? On the right? Do we take that? Ja, aber hat nur 4 Städte. Okay. Also we can spend a lot of our food on some more cities. That should also give us a galactic population boost. Oh, das ist eine gute Idee. Da die Anzahl der Städte hier entscheidend ist, können wir jetzt auch vielleicht mal davon abgehen zu überlegen, wo bringen die uns die meisten Forschungspunkte oder andere Ressourcen, sondern wo sind die billig? Wo sind doch ganz wenig Städte? Number of cities is decisive. We should increase the population on all the small planets. Look at there, Orionis to the right there, or just one population. This is two. Wo ist einer mit einem? Oh, and there's another. There's one with one city. Genau, da bauen wir jetzt eine neue Stadt. Das kostet uns gerade mal 500. Yeah, that's nothing. Just build another city there and. Nicely done. Ach, du too, yes. Dann sind wir schon bei 42%. Dann nehmen wir uns die nächste Zweierstadt oder die nächsten Zweierplaneten. Right. Hier ist noch ein rechts. Ah, there's another one. And build two cities. So we're increasing our population. We're up to 42%. Verbessere mal alle mit 2 auf 3. Mhm. Mal irgendwo noch einen mit nur einer Stadt. Yes, to the right up there is another two. Ganz oben rechts. Ja, ich guck mal, ob wir eine mit nur einer Stadt haben irgendwo. Hier haben wir noch ein Zweier. Je mehr Städte es da gibt, desto mehr kostet es hier, eine weitere Stadt zu bauen. Depending on how many cities there are, the price goes up. Oh, wait, to the right. There's another one that we can build there on CT23. What can we build there? What wonder? 50% mehr Nahrung. Entschuldigung. Redundant systems, that's not too terribly interesting. Jetzt sind wir schon bei 43%? We're dominating the galaxy by population growth. Okay, there's another wonder possible there. What is it? On column bay 21? Repulsors. Kennst du das? I would have to look it up. What does the repulsors wonder do? Gucken wir gleich mal nach. Jetzt bauen wir erst noch eine weitere Stadt. Oh, hier geht es nicht. Wir haben schon keine mehr. Not possible here. Did we spend all of our food resources? Okay, we're down to 250. Oh, das war's schon. Okay, maybe. Und du möchtest, dass wir mal dieses Wunder nachschlagen in der. Yes. Cosmopedia, Spaceopedia. I think it wasn't terribly interesting. I really like stealth torpedoes or increased torpedo speed. But
repulsors. Your ship can pass through narrow passages in asteroid fields. Okay. Okay, okay. It's basically the same thing as tight squeeze for fighters. Ja. We don't need that. Können wir verzichten. Wir haben jetzt 44% der Bevölkerung. Jetzt holen wir uns mal den Piratenplaneten, denke ich mal. Let's go for the Marauder planet and see how much that increases. Because it has 12 cities. Admiral, dieser Planet ist das Herz einer Piraten- oder Räubergruppe, eines Imperiums von Banditen. Wir sprechen über uns. Ah nein, das ist ein anderes Imperium von Banditen. No, they're just a single planet Raider Empire. We are a multi-system piratical organization. Auf jeden Fall ist da eine Hauptflotte. Schauen wir uns erstmal den Planeten an. Ah, super. Torpedos können nicht entdeckt werden. That's funny. Torpedos cannot be detected. So that means we will fire the torpedoes directly at them. Ja. Also wieder mal Torpedo-Spam angesagt. Mm-hmm. What about the enemy fleet? How strong are they? Ooh. Ach komm. Battleships, carriers, but their hit points are... Mal gucken. Okay. Hauen wir in Klump und gucken dann weiter. Sind die gut getarnt? Ein kleines bisschen. Oh, nur zwei von denen. Mm-hmm. Two of them are cloaked, but the rest... Das ist unsere Flotte, kennt ja schon. Alles klar. Mm-hmm. Nothing to invest in our fleet at the moment. So. Mm-hmm. Wieder mal eine größere Flotte. Wieder mal viele Torpedos, die wir auf die abballern werden. Und wieder mal ein kleines bisschen Konflikt zwischen den beiden Let's Playern. No. Du die ersten drei, ich die nächsten. Okay. Yes. Yes, yes, yes. Guck dir mal an, wie der Planet hier in der Mitte aussieht. Mm-hmm. They managed to destroy their own planet. Wohin? Hierhin? Yeah, mm-hmm, right into the middle of that. Yes. Einer Mittenmang. Mittenmang, nein. Und der hier? The wohin second der? One to the right of the planet, aiming directly at the carrier. Hierhin? Yes. One to the left. Okay, it's good. And the third one also at the wormhole there. Hierhin? Mm-hmm. Genau hier. Yes. Jetzt habe ich wieder drei. Darauf freue ich mich. Mm-hmm. Now it's your three torpedoes. Einen schicke ich. Zu deinem Entsetzen. Remember, they cannot see the torpedoes. Die sehen die nicht. Tja. Mhm. Da musst du in der Luft schnappen, ne? Das tut dir richtig weh beim Zugucken. Mhm. Remember, torpedoes are expensive hardware. You can't just squander them by launching them into space willy-nilly. Tja, da musst du leider durch. Ich mache öfter Sachen, die dir, die ich in der Luft schnappen lassen. Leaves me gasping for air. Mhm. Nice hiding strategy there. And end turn for everybody. Wir werden auch mit Torpedos beschossen, die uns nicht wehtun können. No. You see how the torpedoes instantly disappear after firing? Yes, was meinst du? Maybe you can get the fighter squadron back there. Yes. Yes. Wow, 414 Trefferpunkte, wow. Kind of wasted on a fighter squadron, but who cares? Okay, that one isn't running far enough. The next one may... Oh yes. Two at once. Wow. There go his cruisers. Drei Schiffe weg. In einer Runde. Two or three, I don't know. I only saw two. Das waren gerade zwei und eben. Mit dem von eben waren es drei. Okay, this one isn't hurting anybody. This one, no.
Der auch nicht. No. Immerhin. Okay. More Torpedoes or Fighters? Noch mehr Jäger. Fighters, okay. Launching Fighters now. Move your ships as far forward as possible and you can maybe launch the Fighters. Das stimmt. Dann ziehe ich mit dem ganz weit vor. Mhm. Ein Jäger. And now you can launch the Fighters and go directly at them. Hierhin? Yes, and then... Oh, oh, das sind sogar zwei. Doesn't matter. Zwei dicke. Den kleineren kriege ich. Just use your last movement point, and then activate Glide Path and Impulse Power, and then move in behind them. And then kill them. Nicely done. Move him away. Wollen wir noch einen zweiten starten? Mhm. Deploying fighters. Do the same thing. Auch hierhin. Impulse Power is so powerful. Schilder. Shields critical. Nice. And away. Das war ganz, ganz wichtig jetzt. Just move away. Mit dem okay, kann man nichts mehr machen, klar. Mhm. No problem. Mit dem hier. Move forward. Ja, komm, wir spielen hier auf Angriff. Mit dem ziehe ich. Mhm. Move forward, launch both fighter squadrons. Deploying fighters. Was sind das hier für Gegner? 25 Trefferpunkte, 175. And they're, 25. Sitting in the, they're sitting in the same hex and they're presenting their engines. Just shoot them from behind, the big carrier. And the fighter as well at the same time. Ach so. Die sitzen da ja und der. Genau. Eins noch nach Süden. Nee, direkt hinter den Träger. Eins runter noch. Genau, ja. Just hier right hier. Behind. Yes. Und du meinst, der Schuss geht durch den durch? Nee, nicht durch den durch, sondern der sitzt. Ach, die sitzen nicht auf demselben Feld, nein. Sorry. Ah, okay, aber trotzdem, auf den Träger erstmal. Na, jetzt schieße ich auf den hier. Okay. Okay, fine. For some reason I thought they were sitting on the same hex. Mm-hmm. Because the carrier is so big. Okay, move in behind the carrier and then go. Or do you want to kill the other fighters first? Ja, das mache ich. Okay. Kümmern wir uns erstmal um den hier. You want to take out the most dangerous enemies. They only have 25 hit points. That's laughable. Our fighters are way better. And hide in the asteroid field. Nice. Und der hier kann auch nochmal mit Jägern in den Kampf eingreifen. Mhm. As far forward as possible. And launch fighters. Deploying. Yes, you can use impulse power then. Hierhin? I think you can move through the wormholes because we have that wonder. Stimmt. Hier rein und den haben wir jetzt. Bam. He's gone. Actually, I like the design of the pirate ships there. They look way better than our green harmony, I don't know, space sharks. The pirate ships look much more like something from, I don't know, Star Wars. Na, das bringt jetzt sehr wenig. No, but we have to do it anyway. We didn't bring all that ammo to leave it on board. Incoming torpedo. Incoming torpedo. Torpedo. And he's moving right into the path of our torpedo. I mean, he killed one of our fighters. Bad, but... He's moving away. Our shields have been damaged. Was wir für mächtige Jäger haben. Der hat ja 132 Trefferpunkte verloren und war trotzdem noch nicht zerstört. Our fighters are real damage sponges there. Why? Wow. And that. Huh? Did you see that torpedo doing a real turn to the right there? Ja, komisch. Just let it run straight to the another. To the other. Okay. Ich wollte den anderen Gegner damit. Naja. Wollte mal auf Nummer sicher gehen. Doesn't matter. We'll get them anyway. Da seufzt mal jemand. Mal schon mal wieder jemand über den Mann an der Maus. I wish I had more control over what you're doing. Du
Du solltest mir einen Chip ins Hirn implementieren. Mhm. Ein Kontrollchip. Das wäre ein schönes Weltwunder, das man hier bauen könnte. Telepathy doesn't work, unfortunately. So, jetzt wollen wir uns mal um die restlichen hier kümmern. Die kriegen wir auch. Jo. Mit dem hier hin. You can launch another two fighters, or you can use the ship's own main batteries. But fighters are more efficient, I guess. Hier hin, Impulsenergie. Hier hinten, Schuss von dem. Behind him. Only 33, I guess. He has heavy shields, but we will nibble him down. Noch ein Jäger, nochmal hier hin. Impulse Energy. Behind him. Ja doch, das kriegen wir. Ich riskier's mal. Mhm. Or you can move another hex away. Yeah, perfect. Dem haben wir eh nichts anderes vor. Yes, at the carrier from behind. Or you can repair him and then move away. Repair is completed. Yes. Oh, he was the one that took so much damage. Ah, jetzt haben wir die Schilde. Okay, next kill should be definite. Ja. There goes the carrier. Bye bye, pirates. Bringt einem kein Glück, wenn man unter der Totenkopflagge versucht, hier für Unfrieden zu sorgen. Sailing under the black flag doesn't actually pay off. Crime does not pay off, remember that. Ja, definitiv. Enemy shields disabled. By the way, I just read about some relatively quiet, well-behaved guy who has robbed 17 banks in North Rhine-Westphalia. In meiner Heimatstadt. Unter anderem in Mönchengladbach. Was that you? I mean, that this would be good fit. Nein. Aber meine Mutter hat mir tatsächlich erzählt, bei ihr in Mönchengladbach, auch in dem Stadtteil, in dem sie lebt, da hat er seinen letzten großen Raub begangen. So, he did actually rob a bank in your hometown. Ja, and ja, aber ich war's nicht. It wasn't you, okay, but deploying fighters. The way he operates would definitely fit you, because he walks up to the counter real quiet, doesn't raise a fuss, and tells the cashier very quietly, please, I have a pistol, just give me all the cash that you have in the day deposit box, and then I will be on my way. Also der macht das ganz leise und geht ganz ohne Aufsehenerregen dahin. Das würde doch irgendwie schon auf dich passen. Bisschen schon, aber ich würde das niemals öffentlich zugeben. Okay, so, because if you're really making money by robbing banks, I want in on the loot. Okay, that was it. We actually defeated the pirates. Isn't that supposed to be some kind of super boss fight mission? Guck mal hier. And now 50%. Wenn wir 51% haben, dann war's das. Oder hat man mit 50% schon gewonnen? I don't know. Wir werden noch einen Kampf machen. Okay, I guess we should take away the last yellow planet there. Den hier. Mm-hmm. Das können wir machen. Take away the last yellow planet to gain 51%. And that means majority control, probably, hopefully. Is there one that we can build? IntelliShields. Let's build IntelliShields. We love IntelliShields. Intelligente Schilde, egal von welcher Seite man aus beschießt, die sind immer gleich gut. Mm-hmm. To compensate for the lack of intelligence in the fleet, Admiral, we need IntelliShields. Or maybe just build another city there. No. Warp Nexus gibt's ja noch nicht, ne? Oh, we need a Warp Nexus, otherwise we spend too many points moving away from that planet. Ja. Now it's part of our Warp Autobahn, yes. Genau. And now we move to take away the last yellow planet and that should give us galactic control. Die Deutschen bei ihrem liebsten Hobby beim Autobahn fahren. Mhm, Autobahn fahren bauen und Kontrolle. 40, ja. 3. Wir greifen die Kommunalkooperative an in unserem letzten Kampf heute Abend und in unserem letzten Kampf in dieser Livestream-Live-Abend-Reihe überhaupt. Last battle for tonight, last battle for this whole series of Livestreams, because let's hope we win after that. It was a lot of hard work, but it was tons of fun and it wouldn't have been possible without you in the chat. Das stimmt. Dickes Lob an den Chat und entschuldige, dass ich dich unterbreche, damit ich weiterklicken kann. Wir kennen das hier in- und auswendig, dieses System, als ob es uns schon selbst gehören würde.
können sofort genau. Loslegen. Keine Besonderheiten. Dickes Lob an den Chat. Wouldn't have been possible without you. Ohne Daumen drücken. Okay, since we only have 13 minutes left, and we now have IntelliShields. You don't need to position the ships all carefully. Just go at the enemy. Never mind the maneuvers, go straight at the enemy. Oh, and I've lost picture again. Yes. Are you still there? Ich bin da. Okay. Großes Finale und Christian ist ohne Bild und verzweifelt gerade ein wenig. Aber vielleicht kommt es gleich wieder. Wir haben 3 Schiffe, der Feind hat einige mehr. Aber wir haben ja uns beide und euch. Das sollten wir eigentlich gebacken bekommen. Ich ziehe ein bisschen dichter noch ran an den Feind. Wir haben keinen Grund, hier lange zu bummeln, denn wir fühlen uns maßlos überlegen und ersticken fast an unserer eigenen Hybris. Unsere Torpedos können nicht entdeckt werden. Ein Torpedo schicke ich genau in die Menge. So wie der große Admiral Christian es mir beigebracht hat. Mhm. Und den anderen einen Ticken daneben. Und dann fliegen wir mit dem anderen Schiffchen. Hier mit dem fliegen wir hier hin. Skype just twitched. Maybe I will get picture back in a second. Let's hope. Und schicke ein Torpedo dahin, wo Christian mich gelehrt hat, ihn nicht hinzuschicken. Und einen dahin, wo er es wieder selber auch mögen würde. So, while I'm not looking, you're wasting torpedoes. That's just great. Ja. Mhm. Einen hierhin, ein Schiffchen und ein Torpedo. Ah, what I can do, I can just look at the Twitch window. I mean, that's 40 seconds late, but at least I have picture. Christian hat eine Möglichkeit gefunden, mich zu kontrollieren. Mhm. Jetzt mache ich etwas, wo er aufschreit. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Schicke ich noch einen hier ganz links hin und hoffe mal, dass sie nicht rechts um den Planeten rumfliegen. Falls doch, schicke mal sicherheitshalber einen rechts neben den Planeten, auch wenn Christian mir dafür natürlich am liebsten eine Abtreibung verpassen würde. No, I'm not a violent person. I would never hit you. Oh, das sieht gleich nach einem Torpedo-Massaker aus. Die kommen genau dahin, wo wir sie haben wollen. Oh no, there's a big torpedo massacre going on and I can't see. And now I can see it again. Ooh, they're very close to that planet over there. Einen haben wir stark angeschlagen, der hat gerade 151 Trefferpunkte bekommen und der hier 2. Wow! Ouch. There goes the Megabot. No, the Megabot's still alive. Das ist der Torpedo, den ich verschwendet habe, laut Diktion eines gewissen Co-Admirals. Yes, you've wasted those torpedoes. Very bad form there. And this one is a little bit wasted as well, maybe. Yeah, maybe. Yeah. Oh, yeah, aber okay. Holla. Mm-hmm. Sehr schön. Still good. And the last one? Oh, der sieht toll aus. Oh, runs straight and true. Nice. Oh. Traumhaft. This warms the cockles of my heart. 3 kleine Schiffchen bleiben beim Feind noch übrig. Mm-hmm. And 2 of them are fighters. Oh my god. Das sollten wir doch eigentlich gebacken kriegen. His goose is so cooked. Der ist so im Eimer. Das sollten wir schaffen. Ein Jäger weg. Mhm. 2 ships left. Zwei Jäger weg. Fighter number 2 gone. Nice shot. Yes, maybe he didn't invest any technology for his fighters. Das ist ein 80er Schiff auf der rechten Seite. Oh. 80 hit points on the right there. Dadurch. Hm. Yeah. Deploying fighters. Launch fighters. I mean, you have to attack from the front. Oh, wait. With the glide path, you can get past him. No, you can't. Direkt neben ihn. Und? Mhm. Das war's dann. 90, that's it. Final shot in this campaign. Nice shot. Good work. Good work, nice shot. Pornasis, 43, has joined our federation. Yellow player is out of the game. Und wir haben jetzt 52% der Galaxie. Aller Städte hier. Und das bedeutet... Shouldn't we have won by now? Shouldn't we have won by now? Hätten wir nicht so langsam schon gewinnen sollen? Ja, wahrscheinlich, wenn wir hier drauf drücken. Dann haben wir vermutlich gewonnen. Wir tun mal so, als wären wir uns der Sache nicht ganz sicher und ziehen wenigstens in die Nähe unseres Feindes Utama.
Yeah, let's move up the fleet to Hutama's space, just in case we haven't won this turn and we will have to fight last campaign to eradicate Hutama. But things are looking very peachy, I guess. Könnten die sogar noch einmal angreifen, aber das wäre jetzt irgendwie ein bisschen no. übertrieben. Anticlimactic. No, let's go on shore leave and see if we've earned victory. Ein großer Blick auf das, was wir erreicht haben. Ein bisschen Stolz schwillt unsere Brust an und wir klicken mal auf Landurlaub und hoffen mal, dass das stimmt, was wir uns denken, dass wir jetzt nämlich die Partie gewonnen haben. Let's hope we entered the right victory conditions. Was mich ein bisschen wundert, 52 plus 17, das gibt nicht 100. No, there's another purple player down in the Galactic South. Das ist der hier unten, mit dem haben wir noch keine diplomatischen Beziehungen. Der wird ja nicht angezeigt in der Punkteliste, das heißt, er wird gleich verloren haben, ohne zu wissen, wie es ihm geschieht. Tja. No. I guess final victory has not been achieved yet. Das ist ja ein Ding. Vielleicht, sobald wir den Kampf zurückgeschlagen haben, vielleicht ist es für ihn eine Möglichkeit, sein Schicksal noch abzuwenden. Maybe it's a last call for him to stave off his final fate. Energiewaffen sind ja nicht so erfolgreich. Das sind unsere Laserwaffen, oder? Oder sind das auch die Plasmakanonen? Beide? Plasma and laser is both are called energy weapons. What about the enemy fleet? Fairly large, one ship. Oh, I guess we fought them before. I remember them. Yes. Let's. 17.000 Energie, die wir ausgeben können, und das wollen wir auch nutzen. Yes, let's bring all the ships to the same standard. 8 torpedoes. Okay, you're a madman. Mir macht das so viel Spaß. Yes, armor 8 on both ships. My craving for symmetry tells me you have to increase the armor on ship number 2 and 3. Ich mach die mal fast ganz unsichtbar und schießen die nur auf die Jäger drauf. Okay, halt, warte, noch die Panzerung bei Schiff 2 und 3 vergrößern. Oh, geht nicht mehr. Naja. Nee, geht nicht. Alles klar? Anything goes, ja. Yeah. Okay. Auf geht's. Mhm. Yes, Commander. Attacking us is the last mistake he's made. But remember to activate the cloak generator, you have to use one action and wouldn't that be spent better in firing torpedoes? Das Interessante ist jetzt, unsere Schiffe sind, solange wir keine Jäger starten, nicht sichtbar. Nur in dem Moment, wo die aufploppen. Unsere Torpedos auch nicht. Und das können wir doch nutzen, oder? Indem unsere Schiffe sind sichtbar. Our ships are visible, because you have to activate the cloak generator manually. Du musst das Tarnding aktivieren. Ach so, stimmt, einer. Ja. There's a wonder that actually cloaks us, but maybe we should start by firing torpedoes. Ach, wir machen das erstmal mit den Torpedos. Mhm. Rein in die Menge. Du machst wieder die ersten drei. Move away from the planet a little bit, because otherwise you will hit the planet. Okay. Du musst, beweg dich erst ein bisschen nach oben mit dem Schiff. Wie gehe ich denn jetzt wieder raus hier? Rechtsklick. Das war, glaube ich, Rechtsklick war der falsche Rat. Okay. Aber ich hätte es auch nicht besser gewusst. Was haben wir jetzt gemacht? Ein Torpedo auf uns selbst abgefeuert. Oh, oh. Nein, Torpedo still there. Beide alles noch, gut. Nur noch einer. Nö, ist doch alles gut. Oh no, one torpedo ist missing. Einer ist futsch. Super. Okay. Das war jetzt nicht so clever. Ah, maybe it'll just scrape past the planet, I have no idea. Einer einfach hier in die Mitte rein, die sind unsichtbar. Die aim at his big ships, aim at his main battleships. Ach, wir haben nur unser Hauptschiff, ne? Yeah, we just have one ship right now. Others will aim at this. Später. Yes, aim right at that cluster of ships there. You won't see them. No, yes. Das haben wir jetzt in unserer Hybris nicht ganz so gut angefangen. Well. Incoming torpedo. Yeah, we wasted one torpedo there. But he's wasting all of his torpedoes. But his fleet is faster than I imagined. That's not so good. Keine Schlachtkarten? No battle cards? Oh.
Reinforcements have joined our fleet. Hm. 415. Das war gut. Hm. Ouch. Big ouch. Das ist schon mal ganz gut. Ship number 2 has arrived. Wo ist es? Ah, direkt hinter uns. Mhm. Ich glaube, ich würde doch gerne die 4 Torpedos abfeuern. Mhm. Okay. Launch. But move your ships to the front first. Warum? To decrease torpedo running time. Ja, aber dann kann ich die nicht mehr verstecken. Ich würde die gerne hier hinter verstecken, hinter den Asteroiden. Und dann würden die auf jeden Fall auf uns zugeflogen kommen. Okay. Ich würde gerne eine hier, zwei, eine hier, eine hier, eine hier. Okay, do it. Remember, you can only launch 4 torpedoes this turn. You only have 2 ships. Eine hier. Mhm. Yeah, we need the increased speed torpedo wonder. Einen hier in die Mitte. Mhm. Even if it doesn't hit anything, you can always blast asteroids with it. Also selbst wenn du nichts triffst, kannst du auch einfach damit Asteroiden zerbrezeln. Mhm. Macht ja auch Spaß. Macht ja auch Spaß, genau. Die Dinger müssen ja weg. Guck mal, wie voll das Weltall hier mit denen ist. Das ist ja wirklich eine Schweinerei. Ja. So, und jetzt verstecken wir uns hinter dem Planeten. Ja, wir verstecken uns hinter dem Planeten, mutig wie wir sind. We're hiding behind the planet. Using the coward's way out, we're hiding behind the population we're defending. Jetzt bin ich gespannt, wie der Gegner zieht. Mm-hmm. Nope, that's bad. Merkt ihr, wo die... Ah, die weichen komplett aus. They're turning away from our torpedoes. Okay, that one will hit the planet. That's actually a very bad decision. Das geht alles gar nichts. Nope. Oh, we have to launch fighters. Ah, at least 6 damage points. Okay. We're crossing another torpedo there. Ja. Oh! At das war schön. Maybe there was a cloaked ship in there. And this one looks quite good. Yes. Oh ja, oh ja. Got a fighter squadron and another light ship there. And another hit on another light ship. Wunderbar. Das war eine ganz entscheidende Kampfrunde, Christian. Mhm. Decisive turn there. Okay, now let's move in towards the enemy battleships and deposit fighters on their tail. Schlachtkarten. Wir können die Schilde verbessern. Wir können im nächsten Schuss doppelte Feuerkraft machen. Ja, let's do that. Und wir können den Schaden, pauschal 25 Trefferpunkte Schaden bei allen Feinden machen. Na, that doesn't. Use the one with the double firepower as soon as you have positioned fighters behind him. So, hier haben wir einen, der hat nur noch 2 Trefferpunkte. Den kriegen wir gleich irgendwie kaputt. Okay, but 72, aber der lohnt sich auch kaum. Aber hier die beiden. I'd move to the right of the planet and start spamming fighters towards the end with big boys. Ja. Also die beiden dicken gegnerischen großen Jungs da, die müssen mit Jägern eingedeckt werden. Das sehe ich genauso. Wer ist der stärkere der beiden? Der hier ist. Ist eigentlich egal. Mhm. Okay, glide path and go right on the tail. Ah, Schilder. Shields critical, nicely done. Das mögen wir. Mhm. Move away, hide behind the asteroids and launch the next fighter group. Deploying fighters. Yes, 220, that's him. Kablau. Das war schön. Einer weniger. Okay, so mit dem the procedure. Hier. Yeah, move there. Mal gucken, launch ob das two fighters klappt. And kill him. No, you don't even need glide path. Why aren't you? Okay. 71. Schilde. Das war ganz wichtig. That was a death sentence for him.
Okay, what's left of the enemy fleet? I guess one cloaked ship up to the north somewhere. Hier oben? I guess at least two. Zwei Lebenspunkte hat die Flotte noch. Das sollte man doch hinkriegen. That's maybe we should. Yeah, we should be able to. Okay, use the glide path and maybe only launch one fighter squadron. Okay. Deploying fighters. Yes, you can get him from there. Doesn't matter where you position, you can always get two hit points. Was war denn das gerade? I have no idea. Why wasn't our fighter allowed to fire? Okay. We will get him anyway. You can run. Oh yes, you can run. You cannot hide. Ist auch noch ein Feindschiff. Yeah, that's the one he just popped into the warp portal up to the right there. And then appeared again there. Okay, use that one to kill the top left ship, because he's the farthest and the closest. Der hinten. Mm-hmm. Approach him and then use impulse power to get behind him. Ja, bis hierhin komme ich immerhin. Mm-hmm. Oh, that's good enough. Oh ja. Jetzt gibt es nur noch eins und er hat zwei Trefferpunkte, das sollte doch möglich sein. Should be possible. Entering narrow passage. Mhm. Was ist das, der letzte one? Ja, das war der letzte. Und ich denke, wir haben jetzt gewonnen. And let's hope so. Bernardine tells us we need 101% of galactic control. Oh, schau mal, wir haben wieder nur 50%. Oh, let's build a city. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Wie gut, dass wir über 18.000 Nahrung verfügen. Mm-hmm. Haben wir noch irgendwo einen Dreierplaneten mit nur drei Städten? Ich denke doch hier. But if we build a city now, I guess we have to click shore leave again. I have no idea. I guess time says we need to call it a day and just proclaim our victory. Also ich glaube, wir sollten das... Wir kriegen das vielleicht hin. 50%. 50%. Jetzt haben wir keine Dreier mehr. 51. Ich gehe auf Nummer sicher. Mm-hmm. Just spend all of our food resources and increasing the population of our empire from the ground up. But I guess if we click shore leave now, that gives the enemy another turn to try and thwart our ambitions. Ja, was soll man machen? Ja, ich also, denke, wir machen. Wir erklären uns zum Sieger, wir haben über 50%. Das mögen die Zuschauer nicht. Also das ich denke, ich würde gern den, wir sind kurz davor, den, auch wenn wir jetzt schon 5 Minuten überzogen haben, wir sind kurz den die Zuschauer nach 4 Live-Abenden um den Siegbildschirm zu bringen. Das Alright. gehört sich nicht, finde ich. Du hast recht. Wir machen mal Folgendes. Ich speichere einmal ab. Space Etiquette says... Ich mache so ein Mini-Cheat. Einmal wird abgespeichert, dann klicke ich auf Landurlaub und dann gucken wir mal, ob wir dann gewonnen haben oder wir nicht. Und wenn wir dann nicht gewonnen haben, dann machen wir noch einen Kampf. Okay. We're down to 51%. And he's attacking us again. How dare he? She. Whatever. Sind wir bei 45. 45, okay, we will not have one with that. Das hat's nicht gebracht. Also no. Der Versuch hat schon mal hier die ganze Sache abzukürzen. Nichts gebracht. No. Okay, we need to defend ourselves from that. He's taking away all of our planets. Okay, we have to load and defend from that. Wow. Do you see how quickly you can lose your empire if you don't defend it? There go all of our Sehr planets. Beeindruckend. Mm-hmm. 33% nur noch. Oh. Also wir möchten einfach keinen 5. Live-Abend machen, nur wegen ein paar Prozentpunkten, aber ohne Siegbildschirm hier rauszugehen. Bienvenido. Now it's grown into a fa... No! So verliert man eine Partie, indem man mal durchklickt. That's how you lose a game. Ich glaube, das sollten wir akzeptieren.
Yes, okay. Weil das finde ich einfach hübsch. Mhm, okay. Es ist doch ein wirklich sehr interessantes Ende für diese Partie. Ein Dämpfer für unsere Hybris. Und ich glaube, wir sollten einfach Haltung bewahren und jetzt nicht das Safe-Game holen, weil im wahren Leben das da auch so ist, wenn man so richtig großkotzig mal einen raushängt und glaubt, man wäre der Allergrößte und hier ganz lässig sich zurücklehnt, da kann einem auch irgendeine Pleite passieren. So, that's been a nice lesson in how to not generate killing hubris. Oh no, how we have lost. Eure Entscheidung, liebe Zuschauer, im Chat oder auch falls ihr euch die Aufzeichnung anschaut, sagt ihr doch mal, wer hat gewonnen? Ist es dieser junge Mann hier mit der Stirnglatze, mit dem stechenden Blick und dem miesen Charakter oder ist es die KI? So, yes, tell us who won. Is it us or is it the AI? Wer war's? Wer hat gewonnen? Könnt ihr uns einen Tipp abgeben? Was sagt der Chat? Der Chat sagt, oh no, ho, ho, ho. Ja, oh no, reicht nicht. Ich brauche eine klare Prognose. No, wer war's? So, okay, Chat, tell us who won. Was it us or was it the noble, loyal, not backstabbing AI? Wie wird das Urteil der Geschichte über uns ausgehen? How will history judge our efforts? Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Hat Christian versagt oder hat er sich durchgesetzt? Ich entziehe mich natürlich jetzt prompt der Verantwortung. Ich bitte um Verständnis. Ah, Eagle Eye 6 says, ihr habt natürlich gewonnen, unsere Herzen. Yes, we've won, your hearts. Dankeschön. Wir sind der Sieger der Herzen. Das ist die charmanteste Beleidigung, die man sich vorstellen kann. Und jetzt Konfetti. Große Konfetti-Parade für die beiden eingebildeten Sieger, Christian und WB. Jetzt mal im Ernst, vielen Dank. Wir könnten jetzt natürlich das Safe laden, aber wir wollen es nicht künstlich in die Länge ziehen. Ihr habt ja schon die letzten Schlachten gemerkt, dass das mehr so ein Durchklicken war und dass wir zumindest bei der letzten Schlacht uns auch nicht mehr so völlig konzentriert haben. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr alle mit dabei wart. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Sowas macht eigentlich nur durch die Zuschauer, Mitschreiber, Mitleser und Rumalberer Spaß. Something that is only fun because the audience generates all the fun I'm having with that, besides writing Bull, and wouldn't be possible without you. Thanks a lot. 4 Live-Abende und 4-mal durften wir eure Gastgeber sein. Hat uns 4-mal großes Vergnügen bereitet. Wenn ihr wollt, Phyrexis O'Clock gibt es nicht nur montags, gibt es auch in den nächsten Tagen noch dienstags, mittwochs und donnerstags. Und dann gibt es noch andere Let's Player hier, Christian. Phyrexis O'Clock is not just us on Mondays playing Starships. It's also Beagle Rush on Tuesdays playing the Long War mod for XCOM. It's Quill 18, he's playing Civilization 5 on a pretty high difficulty level, I guess. And on Thursdays it's Pete Murray himself also playing Starships. And let's see if he does as well as we did. I have no idea. Thank you. Is he as good an admiral as Writing Bull? I probably think he is. Thank you very much for your patience with us, with your Let's Players and with our very smart decisions this evening. And good luck, good evening and bye-bye. Yes, thanks for everything. Thanks for your creativity and everything and humor in the chat, and also special thanks to Pete Murray, who couldn't join us tonight because he has important business or something, but who has been there for the first 3 live sessions, patiently answering all of our questions and just being there for us. Thanks, Pete, even if you can't hear me right now. Da kann Pete ja in den ersten 3 Live-Abenden so geduldig so viele Fragen beantwortet und uns ein Stückchen klüger gemacht hat über dieses Spiel. Bis bald. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bye-bye.